Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum Webinar bzw. zum Live-Trading-Webinar zusammen auch mit Chris Kämmerer. Der sollte jetzt auch in der Leitung sein. Erstmal vorab die Frage, bin ich zu hören? Ist mein Chart zu sehen? Das sind die Kernfragen hier, die wir heute Vormittag dann auch lösen mussten und alles nicht so hingehauen hat. Perfekt. Also diesmal kommt hier das Okay vom Sound her, auch das Okay vom Bild her. Und ich habe jetzt hier mal so ein bisschen was dann auch in der Mittagspause gemacht, beziehungsweise ja auch schon die Idee etwas vorher entwickelt, um eben auch so ein bisschen zu zeigen vom Live-Trading her, wie ich so rangehe, wie meine Herangehensweisen an die Trades entsprechend sind. Vorab frage ich mal den Chris, bist du jetzt in der Leitung? Kannst du dich zuschalten? Muss ich dich zuschalten? Nee, da ist ich er. Müsste eigentlich zu hören sein. Jetzt ist er jawohl, da. Jawohl, jawohl. Sehr gut, Markus. Vielen, vielen Dank. Das ist übrigens eine Premiere, dass du das sozusagen einleitest und eröffnet hast. Das gab es sozusagen noch nie beim Live-Event. Also insofern super. Ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen, ja, ich meine, mit Thorsten Helbig hatte ich auch mal das ein oder andere an der Stelle, wo er dann das Opening mal gemacht hat. Aber in der Regel ist das tatsächlich nie passiert. Insofern vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und liebe Leute, ich glaube, ihr habt ja auch Spaß gehabt heute Morgen mit dem Markus, auch wenn es da, wie du ja sagst, den ein oder anderen Tonbug da an der Stelle gab, aber das hast du mal durchgezogen, sauber. Freue ich mich auf jeden Fall, dass du das so gestemmt hast und jetzt am Nachmittag auch nochmal mit mir gemeinsam bist, weil das Live-Event, ihr werdet es ja wissen, ist mehr oder weniger eine Veranstaltung, wo wir, also JFT, sozusagen immer Gäste haben, ja, und heute hat der Markus das sozusagen allein gestemmt und ihr werdet es wissen, auf dem JFT-Desktop gibt er ja auch Gas, deswegen freue ich mich, ihn jetzt hier auch nochmal länger zu haben. Sozusagen mal zu schauen, was du so über die Mittagszeit hier am Markt geplayt hast. Ist es, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wir müssen jetzt da mal übergehen, neben dem, dass wir auf den Markt schauen. Ist es für dich üblich, mittags auch zu handeln? Weil viele machen ja tatsächlich Mittagspause. Mache ich normalerweise auch. Also es ist in der Tat so, dass ich natürlich in der Mittagszeit etwas weniger mache. Aber ich habe gedacht, dass ich hier auch gegebenenfalls zum Zeigen eben nochmal die eine oder andere Sache habe. Und ich sage mal, man kann natürlich auch in der Mittagszeit handeln. Man muss nur davon ausgehen, dass eben die Bewegungen nicht so stark sind, teilweise die Märkte ein bisschen seitwärts tendieren, als auch eben am Vormittag, beziehungsweise dann ab 14.30 Uhr, 15.30 Uhr dann am Nachmittag. Von daher, man kann natürlich in der Mittagszeit handeln, aber in der Regel bin ich da auch schon so ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Oh ja. Das wollte ich nochmal abgefragt wissen, weil wie gesagt, die Trading-Skills deinerseits sind mir noch nicht alle 100% geläufig, deswegen wollte ich mal nachfragen. Aber das Bild, was wir sehen, ist ein Screenshot, oder? Habe ich hier noch Pause? Moment. Ja, genau. Du hast den Kurs eingefroren. Ich denke mir gerade, der Euro bewegt sich doch eigentlich. Jetzt bewegt er sich. Sehr gut. Dann, ja, also hier war ein Euro. Ich kann es ja mal kurz erklären, was die Überlegung war. Also wir hatten ja heute früh in der Session am Vormittag im Prinzip gesagt, es wäre halt interessant, den Euro auf der Long-Seite zu nehmen, wenn wir über diese blaue Linie hier, über diesen Widerstand rüberlaufen. Vorher waren wir halt sauber im Abwärtsmodus, noch etwas gefährlich, den Markt dann eben antizyklisch zu dieser Konsolidierungsphase auf der Long-Seite zu nehmen. Dann hat der Markt das nach der Eröffnung dann auch sauber gemacht, gab hier aber auch keine Möglichkeit, dass nochmal so ein Rücklauf kam, um hier den Markt dann zu kaufen. Jetzt haben wir dann hier oben in dem nächsten Niveau so ein bisschen Widerstand gefunden. Der Markt ging hoch, kam zurück, ging nochmal hoch, schaffte kein neues Hoch, zeigte hier so ein bisschen Schwäche. Und dann war die Überlegung, den Durchbruch wirklich antizyklisch, sollte hier auch dann eine halbe Positionsgröße werden. Habe mich dann in der Null noch ein bisschen vertan hier in der Positionsgröße. Also ich wollte eigentlich 0,2 von der CFD-Größe handeln. Es wurden 0,02. Natürlich sollte das eben nicht passieren, beziehungsweise ist es nicht schlimmer, wenn man kleiner handelt. Schlimmer wäre es, wenn man eine größere Positionsgröße hat, als man eigentlich möchte. Und die normale Positionsgröße jetzt für so ein 10.000-Euro-Konto würde ich persönlich so auf 0,4 bis 0,5 CFDs anpeilen. Bei einer Stopgröße im Bereich, das hatte ich ja heute Vormittag schon erwähnt, dass der Bereich von den Stops, ich habe ja keine festen Stops, sondern passe das immer so ein bisschen an die jeweilige Situation an. Aber die liegen ja auch so im
im Euro-US-Dollar-Bereich so zwischen 15 und 25 Ticks Stopgröße. Ja, und dann hat man hier eben bei einer Positionsgröße von maximal 0,5, 0,4 oder in dem Fall sollten das halt 0,2 werden, eben ein gesundes Risiko. Das wären dann, ich hatte es mir mal ausgerechnet, schiebe das dann auch gerne gleich nochmal rein, ungefähr 30 Euro Risiko sollten auf der Position sein. Es war dann viel kleiner und der Trade ist dann auch annähernd plus minus null jetzt aus dem Markt rausgeflogen. Ja. Es kam halt hier der Durchbruch, dann gab der Markt so ein bisschen nach unten, naja, Gas kann man nicht sagen, er kam halt in meine Richtung, dann habe ich den anfänglichen Stop von hier oben dann auf dieses kleine Hoch hier nachgezogen, noch nicht viel, ja, dann kam der Markt runter, ging wieder hoch und baute dann hier so ein bisschen Bewegung auf und das war für mich ein Zeichen, okay, wenn der Markt jetzt nach unten möchte, dann sollte er es jetzt dann auch tun und das hat er nicht getan, habe dann aber nach dieser Abwärtsbewegung hier den Stop auf diesen Einstieg gezogen, habe hier sogar mir ein kleines Plus dann eben gesichert, also ein Plus-Minus-Null-Trade, Break-Even-Trade, wie man dazu dann sagt. Und dann ist aus dieser Idee eben kein Profit entstanden, aber eben auch kein Loss. Und wenn der Markt hier weitergelaufen wäre, dann wäre auch dieser Mittagstrade dann gegebenenfalls in den Zielbereich gelaufen, was hier diese blaue Linie im Endeffekt gewesen wäre, beziehungsweise knapp drunter. Ja, das mal absolut kurz vernünftig. Dazu. Absolut vernünftig. Ja. Aber du musst sagen, das ist aber dann, sagen wir mal, teilweise deiner Ambition in Sachen CFD-Handel geschuldet, weil beim Forex hast du ja den Lot sozusagen, den Pip und nicht den CFD. Da, du hast ja vorhin gesagt, das ist kein Problem. Das ist witzig, weil das ist, merkt man häufig bei entweder den Future oder auch den CFD-Händlern, dass sie das immer auf Forex gleich ummünzen. Und da muss man ja sagen, es gibt ja durchaus die 14 Uhr, was sage ich, das habe ich gerade im Chat gelesen, 14 Uhr. Es gibt ja wirklich die Forex-CFD-Anbieter, ja, wo man sagt, es ist ja totaler Mumpitz, also sage ich mal, einen CFD auf dem Forex-Markt aufzulegen, weil den kann man ja interbankenmäßig spielen, was wir ja hier tun in dem Fall. Ja. Und deswegen auch die 0,02, weil es ja wirklich eine minimale Size ist. Wenn das jetzt statt 0,2, die du haben wolltest, ist 0,02 geworden, also wirklich die Mikrolot, das ist ja wirklich die kleinste Einheit. Wenn es jetzt 2 Lot gewesen wären, was hättest du da gemacht? Hättest du die Position gleich gekillt, sofort wieder? Oder hättest du gesagt, ein Lucky Shot, jetzt gucken wir mal, ob es geht? Nein, sofort dann dicht machen. Weil einfach, man hat natürlich, ich hatte schon so Situationen, wo ich wirklich eine Positionsgröße falsch eingegangen bin. Und wo ich das mitbekommen habe, das passiert gerade eben auch im Future-Bereich, da bin ich ja mit dem Ninja-Trader unterwegs und wenn man dort die Positionsgröße, dieses Cursor-Blinken, dieser kleine Strich ja in diesem Feld ist von der Positionsgröße, man spielt mit diesem Mausrädchen so ein bisschen hin und her, dann bewegt man die Positionsgröße hoch und runter. So, und weil man natürlich oft Langeweile hat und man merkt nicht, dass dieser Cursor da drin ist und spielt die ganze Zeit mit dem Rädchen, dann kann man sich vorstellen, dass die nicht von 1 auf 2 rutscht, sondern gegebenenfalls auch mal ein bisschen höher sein kann. So, wenn man dann genug Margin auf dem Konto hat, dann hat man hier statt vielleicht sonst 2 oder 4 Kontrakten auch mal schnell 10 oder 20 auf der Uhr. Da ist es mir in der Tat einmal passiert, wo ich das dann mitbekommen habe, war die Position schon 10 Punkte im Profit. In dem Fall habe ich dann tatsächlich mal den Stop direkt sofort auf Break-Even gezogen und habe diese Position laufen lassen. Ich weiß es nicht mehr, ist ein kleiner Profit rumgekommen, aber war auf jeden Fall kein Riesendeal. Ja. Aber normalerweise würde ich sofort canceln, ja. Wenn ich irgendwie plus minus null bin oder irgendwie leichte Minus sofort rausschmeißen, gucken, wo war der Fehler und dann entweder die richtige Positionsgröße nochmal neu eingehen oder eben abwarten. Ja. Absolut. Absolut. Nee, vollkommen richtig. Das wollte ich nur gefragt wissen, weil da geht ja auch jeder mal anders vor, ne? Und das ist ja dann das, wo ich auch immer sage, bei den Live-Events so ein bisschen mal fragen, wie du mit der einen oder anderen Situation umgehst. Und das war jetzt eine Steilvorlage, dass du da jetzt die verkehrte Size hattest. Wobei, wenn es weniger ist, wie gesagt, so what? Du kannst ja nichts tun. Also generell, was du setzt dann so, ich sag mal, im Bereich 0,5% pro Trade vom Account ungefähr ein, oder? So 0,3, 0,5. Genau, so, wir hatten das heute früh schon mal als Thema, dass natürlich bei einem 10.000-Euro-Konto man höchstwahrscheinlich, oder nicht höchstwahrscheinlich, sondern würde ich schon auch persönlich ein höheres Risiko ein bisschen fahren. Ja? Das Risiko zum Konto ist ja das eine, dass man eben prozentual sagt, ja, 1%, 0,5%, aber das ist ja auch noch so ein bisschen die Kopfgeschichte. Ne? Und 1% bei 10.000 ist immer noch verkraftbar. 1% oder gar 2% bei einem 100 oder 200.000 Euro Konto, da kriegt auch der etwas routiniertere Trader dann schon teilweise Kopfschmerzen. Somit ist man da dann eben natürlich prozentual auch teilweise auf viel, viel geringeren Ebenen dann unter Umständen dann auch aktiv, ne, vom Risiko her. Aber hier so hatte ich jetzt mal angepeilt, um jetzt hier auch in diesem Demokonto mal ein bisschen zu zeigen, dass man so im Bereich 0,5 vom Risiko fährt. Ja, das stimmt. Und du hast einen DAX-Trade-Lauf, läuft ja schon seit
morgen oder, Nee, was ist da der die läuft jetzt Intention? auch seit Mittag. Kann ich mal Hol kurz uns mal ab. erklären. Was hast du hier geplant, du? Hier war die Grundüberlegung. Ich mache das mal groß. Ich hatte ja heute früh schon erwähnt, dass ich den Markt unterhalb der 13.300er Marke prinzipiell erstmal vorsichtig von der Abwärtsseite aus sehe. Alles, was da drüber ist, wieder dann in Richtung Long, da müsste man dann schauen. Dann kam der Markt über die Mittagszeit auch wunderbar nach unten und zwar genau in den Bereich, den wir heute früh sehen wollten. Chris, für dich nochmal, wir hatten heute früh, wo der Markt hochkam, hier in dem Bereich des Schlusskurses, das so ein bisschen darauf spekuliert, dass wir, nachdem er das Gap geschlossen hat, dann wieder in Richtung Eröffnungskurs läuft. Da sind wir hier im Bereich 80, wir wollten eigentlich die 92 hier oben haben, da ist er erstmal nicht ganz hingekommen, haben uns dann entschieden, die 80 hier zu shorten. Stop über diesem Eröffnungskurs drüber. Diese Bewegung hatte uns da noch nicht rausgeholt, ist dann eben schon für uns gelaufen. Hatte dann aber hier in diesem Hin und Her dann schon die Positionsgröße halbiert im Risiko mit einem kleinen Loss der halben Positionsgröße. Rest des Stops lag erstmal noch hier oben, dann kam der Markt runter. Ich habe dann hier den Stop ebenfalls dann auf ein Niveau gelegt, wo man ungefähr die Hälfte vom Risiko hätte. Hatte den Markt, den Stop noch nicht auf dem 80er-Bereich. Und dann zog der Markt wieder an und holte mich hier auch mit einem kleinen Risiko raus. Das waren dann ungefähr 0,5% von meinem anfänglichen Risiko, was hier mit diesem Trade draufgegangen ist. Dann ging der Markt nochmal nach oben und zeigte jetzt dann in der Mittagszeit beziehungsweise der Ende des Vormittags und Mittagszeit genau die Bewegung, die ich eigentlich sehen wollte. Ne? Jetzt kam der Markt dann eben von diesem Eröffnungsniveau, was oft Widerstand und Unterstützung ist, nochmals zurück, war dann hier so ein bisschen seitwärts unterwegs und habe gesagt, okay, wenn der jetzt nochmal so einen kleinen Dip nach oben zeigt, an diese Tiefs hier ran, dann nehme ich den Markt oder würde ich den Markt ganz gerne auf der Short-Seite nehmen, habe dann auch sofort hier ein Limit reingelegt, einen Killer. Stop übers, Ja. hörst du mich? Ja, absolut killerhaft, sagst du, du wolltest den Markt haben. Ja, habe dann eben den Stop aufs Hoch gepackt, der ja, klassische Trendfolge-Setup eigentlich. Markt sprang ein bisschen höher, hat uns aber hier oder hat mich hier nicht ausgestoppt, ist jetzt noch leicht im Minus, aber gucken wir mal. Man kann jetzt hier nicht viel machen. Man könnte jetzt auch wieder überlegen, ob man im Prinzip die Positionsgröße, weil der Trade ja erstmal vom Grundkern nicht so ideal läuft, wie man sich es vorstellt, dass man hier ebenfalls wie im DAX heute früh drüber nachdenkt, die Position dann an irgendeiner Stelle hier zu halbieren. Also wenn der Markt jetzt hier nochmal anzieht, dass man vielleicht im 66er-Bereich oder sowas dann die Position halbiert, dann verliert man wieder nicht die komplette Positionsgröße im Initial Stop, sondern fährt wieder das Risiko, das anfängliche Risiko so ein bisschen nach unten. Ich hatte das heute früh dann auch in der Theorie erklärt, habe es dann eben nicht gemacht, weil hier auch erstmal nur ein CFD im Prinzip im Markt ist und hatte dann gesagt, okay, wir achten heute mal nicht so auf die Positionsgröße, sondern mehr auf die Setups und machen dann im nächsten Mal dann nochmal das ein bisschen perfekter, dann auch mit der Positionsgröße entsprechend. Vielleicht sogar auf einem reellen Konto, das würde ja viel mehr Spaß machen. Ja, aber das ist immer eine Competition, also Live-Trading und ich meine, manche machen es wiederum nicht. Es gab auch Leute, die haben dann schon Trades verpasst, weil sie eben am Reden waren Habe und ich dann heute ärgerten sie sich gesehen. mehr oder weniger. Ja. Ja, das ist immer ein Thema. Also das kann man auch immer, ich meine, gut, jetzt nimmt ja der DAX ein bisschen Fahrt auf in der Richtung, aber das ist immer sowas, wo man, ja, ich will nicht sagen, einen Schutz oder Entschuldigung nehmen muss, aber es ist tatsächlich da ein Unterschied, eben live zu kommentieren, live zu handeln und eben dann auch ein bisschen was rüberzubringen zu den Setups. Und ich glaube, im Wesentlichen geht es auch um die Setups. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie der Masse es wichtig ist, ob das jetzt ein Live-Konto ist oder ein Demo-Konto. Im Prinzip geht es um die Herangehensweise, worum es ja geht. Ne? Nee, vollkommen richtig. Also das ist natürlich der Kern, der auch bei so einer Veranstaltung rüberkommen sollte. Ne? Aber wie gesagt, ich bin ja schon auch täglich am Markt. Also kann man überlegen, vielleicht macht man das mal. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ne? Mal zu dem Setup jetzt hier. Jetzt kann man eben schauen. Jetzt läuft der Markt erstmal so ein bisschen in die Richtung, aber noch nicht gravierend. Ich meine, da ist jetzt genauso viel oder noch weniger im Plus, als der zwischenzeitliche Minus war. Da gibt es jetzt noch nicht so viel irgendwo zu handeln. Man muss jetzt auch beachten, wir haben es jetzt 14:30 Uhr, um 15:30 Uhr kommt jetzt hier erstmal die Kernbewegung wieder rein. Mein Hintergrund oder mein Kerngedanke war auch, dass ich mir die US-Indizes mal angeschaut habe. Und wir kommen heute höchstwahrscheinlich mit einem Downgap in den Markt, bei den US-Indizes, das war gestern dann auch schon der Fall. Dann hat der Markt sich mit der US-Eröffnung kurzzeitig leicht erholt, um dann eben wieder ein bisschen abzugeben und in der Nacht dann etwas stärker abzugeben. Heute kommen wir hier wieder mit einem Downgap rein.
Und sollten die US-Indizes, wir sind hier in so einem wichtigen Unterstützungsniveau, sollten die jetzt doch mal ein bisschen mehr konsolidieren, dann würde es den DAX mitziehen, definitiv. Und dann habe ich gegebenenfalls, wenn der Trade hier ins Laufen kommt, einen relativ komfortablen Einstieg. Das war auch noch so der Hintergedanke, ja. Und dadurch, dass der Trade jetzt noch nicht großartig im Plus war, wie gesagt, man könnte überlegen, hier in diesem Niveau die Position zu halbieren, aber den Stop würde ich erstmal noch da oben lassen, ne? Noch nicht nachziehen. Aber da müsste man mal schauen. US-Indizes werden halt erst so ab 15:30 Uhr dann interessant. Ja, mal schauen, wo die wirklich reinkommen, auf welchem Niveau. Wir haben hier in dem Bereich hier oben gestern geschlossen. Mal gucken, wir hatten wir gesagt, durch die asiatischen Märkte in der Nacht, die Nachtindikation hat hier Schwäche gezeigt, was dann auch den DAX so ein bisschen heute gedrückt hat. Denn das gleiche Bild hier im S&P, das war hier so, ich glaube, so um 3 Uhr so machten da die Futures und die Nachtindikationen so ein bisschen Dampf nach unten, aber da sitzt ja keiner von uns vorm Rechner. Ne? Soll's geben, soll's aber trotzdem Ja. geben. Ne? Also ich habe da schon, gibt's durchaus, aber das ist nicht unbedingt zu empfehlen, ist richtig. Nein, aber hier eben auf den US-Märkten, ich hatte das, glaube auch bei der US-Opening Bell dann immer schon mal eingezeichnet. Wir sind hier erstmal auf so einem Kernunterstützungsniveau. Und wenn wir das nach unten durchstoßen sollten, dann ist es auch denkbar, dass die US-Indizes relativ schnell in den nächsten Unterstützungsbereich hier, und das war so die markante Marke von 2800 Pi mal Daumen im S&P. Und ein ähnliches Bild zeigt sich ja hier, wenn man auf einen 4-Stunden-Chart schaut, im Dow Jones. Wobei ich gestern schon gesagt hatte, dass eben der S&P von der Short-Seite aktuell so ein bisschen sauberer aussieht, weil der Unterschied oder der Abstand zwischen diesem Unterstützungsniveau im Dow Jones und dem nächsten Unterstützungsniveau hier, der ist nicht so groß. Also die Abwärtsseite hier könnte sich im S&P ein bisschen besser zeigen. Da hat man die Chance, ist ein bisschen größer hier, diese Bewegung hier, die wieder zurückzuholen. Also würde ich hier eben auf der Abwärtsseite aktuell den S&P bevorzugen. Wenn ich also Ah, das später. ist aber auch eine wichtige Feststellung, ja. Ich meine, das ist auch ein guter Punkt, wo du sagst, du unterscheidest da schon auch. Gibt ja eben, wie gesagt, die Dow Jones Freaks, die DAX Freaks, ja. Wenngleich du auf einem anderen Indiz ein besseres Setup hast, rein vom Chance-Risiko-Verhältnis, weißt du. Das ist auf jeden Fall eine gute Intention, dass du sagst, du willst jetzt nicht den Dow haben. Aber man muss ja auch sagen, wir sind so in einem permanenten Bullenmarkt. Deswegen ist die Frage, ob das jetzt mal ein größerer Einschwenker ist oder ob man sagen muss, also verschiedene große Tech-Aktien drehen ja auch bärisch ein, so man kann immer nur abwarten, aber das ist schon sehr extrem parabolisch, was wir da aktuell erleben, muss ich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an frühere Zeiten, neben der Bitcoin-Bubble, sage ich jetzt mal. Ja, gut, ich meine, man weiß es natürlich nie, ne? Man versucht ja im Prinzip, sich die Märkte eben anzuschauen, zu gucken, okay, wo liegen Wahrscheinlichkeiten, wo die Märkte hinlaufen könnten, wenn sie denn abwärts laufen würden. Eben, ja. Das weiß ich natürlich vorher nicht. Ich versuche immer nur halbwegs akzeptable Einstiege zu finden, mein Risiko dann eben entsprechend so anzupassen, dass ich für diese Situation ein akzeptables Risiko habe. Und entweder der Markt kommt dann ins Laufen, dann muss ich gucken, wie ich die Position dann eben handle. Und wenn der Markt nicht zum Laufen kommt und also jetzt als Beispiel heute, wir hatten früh irgendwo so ein La-La-Trade, ja, leichte Minus. Ich habe jetzt diesen DAX hier laufen, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was daraus passiert, aber so richtig, wie ich es möchte, läuft da auch nicht. Der Euro-US-Dollar, der war auch plus minus null. Also man hat heute erstmal noch keinen Trade so richtig schön ins Laufen bekommen. Ja. Aber ich habe doch relativ gut mein Risiko unter Kontrolle gehabt, beziehungsweise konnte ich von meinem anfänglichen Initial-Risiko im DAX-Trade heute früh schon die Hälfte mir irgendwo zurückerarbeiten sozusagen. Im Euro-US-Dollar habe ich mein Risiko komplett rausnehmen können. Und hier wäre ja jetzt auch schon eine Option, das Risiko so ein bisschen rauszunehmen, wenn man jetzt die Position im Verlust irgendwo halbieren würde. Ja? Und das ist das Wichtige. Und wenn dann so ein Trade irgendwann mal ins Laufen kommt und selbst wenn ich vorher 3, 4, 5 Trades auf diese Art und Weise irgendwo nicht so funktioniert haben, man erwischt dann schon irgendwo waren wirklich auch gute Situationen und die kommen dann noch manchmal 2, 3, 4, 5 Dinger davon hintereinander. So, und dann ist es das Ziel, dass die vorherigen Trades dann im Prinzip locker aufgeholt werden durch so eine Situation. Ne? Das ist ein guter Punkt. Sag mal, baust du da positive Pyramiden auch in so einem Fall? Wenn du sagst, so eine Position, du brauchst halt 3, 4, 5, manchmal auch 8 Angriffe, wirst du mal wieder rausgeflogen. Mit einem guten Management kannst du das Risiko im Griff halten, sodass du dann nicht eine Schieflage hast, was ja auch wieder immer eine Ansage sein muss. Denk als erstes ans Risiko, bevor die Rendite auf dem Schirm steht. Aber eine ganz
doch durchaus wichtige Frage für mich ist, baust du da auch positive Pyramiden auf, sag ich mal, wenn du dann eben so eine Trendbewegung erwischt oder ist das so eine Methode, wo du mal ab und zu fährst oder gegebenenfalls oder keine Ahnung? Definitiv. Ich hatte hier, jetzt muss ich selber erstmal kurz gucken. Wir hatten Das ist aber übrigens schön, dass du so viel mit dem Metatrader hier mal arbeitest, ne? ja. Also ich nutze ja dann immer auch Guidance und sage ich mal andere Charting-Software, aber dass du uns hier den Metatrader so um die Ohren haust, das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen im Dow Jones 2 Tage, die eben so ein bisschen auf der Abwärtsseite liefen. Ja? Und ich hatte in der Tat beide Tage. Es war, nee, einmal war es ja hier, da sieht man es nicht so genau, da, weil der Markt relativ schnell dann wieder zurückkam. Und dann, muss ich selber erstmal gucken, einer von den beiden Tagen, da müsste ich nochmal schauen. Da habe ich eine Pyramide aufgebaut und habe insgesamt im Dow Jones dann ungefähr 120 Punkte insgesamt mitgenommen und habe dann hier auch nochmal positiv einmal pyramidisiert. Das war ein recht guter Trade auf der Abwärtsseite. Dann war hier der Tag, den habe ich wunderbar dann auch in der US Opening Bell, glaube ich, sogar kommentiert. Schauen wir mal auf den Stundenchart. Das muss ich erstmal kurz gucken. Moment. Welcher Trade das war? Ja, das war hier. Hast du aber auf deinem Konto durchgeführt, sozusagen, jetzt nicht in dem Demo natürlich, ne? Sonst kann man ja mal die Trades schön reinziehen. Ja, genau. Nee, das hier in dem Konto habe ich heute, also in diesem Demo-Konto habe ich heute mit dem Webinar das erste Mal irgendwie was gemacht zum Zeigen. Guck okay. mal hier, ich schiebe das mal zusammen. Da sieht man noch so einen grauen Strich. Moment, wo war das jetzt? Eben habe ich ihn noch gesehen. Ah, den Balken, ja, den habe ich auch gesehen. Hier oben. Ne, seht ihr den grauen Balken? Den sieht man natürlich auf dem 5-Minuten-Chart dann vom Setup ein bisschen besser. Also hier den Dow Jones wunderbar erwischt auf der Aufwärtsseite mit einem Stop. Ich glaube, es waren zwischen 20 und 25 Punkten. Da habe ich allerdings ein bisschen, naja gut, ich muss es mir schon als Fehler zugestehen. Ich habe hier ein bisschen, da war ich ein bisschen zu gierig mit dieser Nummer. Ne? Ich war hier zwischenzeitlich fast 300 Punkte im Dow Jones vorne. Keine Pyramide aufgebaut in dem Fall und habe gesagt, okay, vielleicht sehen wir jetzt wirklich eine Konsolidierung, die sich am nächsten Tag dann nochmals nach unten fortführt. Ähnlich wie es jetzt in den letzten Tagen war. Ja. Und habe hier diesen roten Bereich als Zielbereich genommen und habe mir gesagt, okay, ich lasse den Stop zwar schon im Plus, also da waren dann schon 25 oder 30 Punkte schon abgesichert, ja, aber am nächsten Tag ist man hier wieder rausgeflogen, obwohl man mal 300 Punkte vorne war. Aber in so einer Bewegung denke ich dann auch schon mal drüber nach, dann zu pyramidisieren. Also wenn das dann gut läuft und der Trade auch von Anfang an relativ gut läuft und nicht wie heute erstmal dann irgendwie so eine Anlaufphase von Minuten oder Stunden benötigt. Ja, aber da sagst du aber interessante Punkte, ne? Du musst ja wirklich teilweise eben abfeuern, abwarten, Stop-Loss oder Take-Profit, abfeuern, abwarten und im Prinzip ist es ja das, was es dann, sage ich mal, manchmal so nervenzermürbend macht, wenn du eben, sage ich mal, auf Trendbewegungen, Swings wartest oder warten musst vielmehr und diese immer nicht kommen, ja, das heißt eben, du darfst da nicht den Biss verlieren und dann ist es teilweise so, dann sagst du auch, jetzt hast du keine Lust mehr und genau dann fängt die Trendbewegung an, also Schlimmeres gibt es ja dann nicht mehr für die Trading-Psychologie, sage ich jetzt mal. Das ist richtig, ja. Und da muss man eben wirklich sagen, da kommt einem die Erfahrung dann zugute, wo man weiß, denn ich sage mal, der nächste Bus kommt bestimmt, selbst wenn man einen verpasst, ja. Und klar, wenn ich eben eine Phase habe, wo nichts läuft, habe ich definitiv auch, dann fahre ich eben aber auch sukzessive bedingt durch meine Kapitalkurve, meine Positionsgröße nach unten, nicht zwingend durch den Markt, weil da irgendwie antizyklisch oder prozyklisch irgendwas läuft, sondern bedingt durch meine Kapitalkurve fahre ich dann teilweise in so Drawdown-Phasen dann auch die Positionsgröße nach unten. Und wenn ich dann am Anfang eben hier ein Risiko oder in Normalphasen ein Risiko vielleicht von 0,5, ich sag mal, um es einfach zu rechnen, von 1% habe, dann habe ich in schlechten Phasen dann generell nur noch dann 0,5 oder noch weniger. Ja? Und wenn dann eben dann die guten Trades kommen und die Kapitalkurve wieder anfängt zu steigen, dann gehe ich dann auch mit der Positionsgröße dann langsam wieder nach oben. Ne? Und das ist natürlich ein Prozess, der läuft und man kann oft vorher gar nicht hundertprozentig sagen, wie man jetzt für diesen Trade agieren wird. Ja? Das ist definitiv so. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich schau mal kurz in den Chat mal rein. Das auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz die Fragen auf die Schnelle durch. Welchen Zeitpunkt nehme ich Klar. beim Euro als Opening?
Also prinzipiell, da ich ja persönlich um 8 Uhr in der Regel so anfange, auf die Märkte zu schauen, nehme ich im Euro auch den 8 Uhr Eröffnungskurs. Ja. Im Endeffekt wird man eben sehen, dass wenn man jetzt um 7 nimmt, um 8 nimmt oder um 9 nimmt oder auch den Kurs in der Nacht nimmt, ich gucke ja trotzdem, was in der Nacht passiert ist, auch zum Schlusskurs vom gestrigen Tage, den ich da immer so um die 22 Uhr dann eben lokalisiere. Man nimmt ja trotzdem die Tendenzen wahr. Ich nehme im Euro-US-Dollar dann auch 8 Uhr als Eröffnungskurs, um hier einfach auch dann die Bereiche irgendwo festzumachen, wo sich der Markt aktuell befindet oder eben auch wieder hinlaufen könnte. Ne? Ist noch Mittagspause oder Kaffeepause schon? Es ist noch Mittagspause. Es geht ja immer, die Mittagspause geht ja am Markt immer in Kaffeepause über und dann erst kommt wieder Trading. bin bei jetzt 13.299 Short gegangen, ist schon mal sehr gut, derjenige, der das gemacht hat. Das war ja heute früh im Prinzip so, dass das Kernziel, was wir machen wollten. Ja, ist auch immer wichtig, die Fragen auf jeden Fall mal aufzunehmen. Wenn, wie gesagt, jemand der ein oder andere hier Hinweise hat, auf jeden Fall. Ja, also gerne auch, hatten wir heute früh auch schon, gerne dann auch mal nochmal einen Markt reinwerfen, der jetzt irgendwo vielleicht interessant ist, wo man mal raufgucken sollte. Euro ist jetzt wieder in der Region hier, wo wir vorhin irgendwo entschieden hatten, okay, man könnte mal die Abwärtsseite probieren. Mache ich jetzt erstmal nicht. Ja, ich habe hier negatives Feedback bekommen. Hier kam, glaube ich, im Chat zwischendurch mal, dass hier irgendwo kurz irgendwo Zahlen rauskamen. Aber das ist für mich, das ist das, was ich heute früh erwähnt hatte. Wichtige Wirtschaftszahlen, die wirklich die Märkte extrem stark bewegen können, wie am Freitag jetzt die Non-Farm Payrolls, wie jetzt auch diese Woche noch die FED-Zinsentscheidung, beziehungsweise das dann darauf folgende Statement, letzte Woche EZB und so weiter. Das sind natürlich Dinge, da gehe ich vorher nicht in den Markt. Ja? Aber solch kleine Entscheidungen, ich habe jetzt selbst noch gar nicht drauf geguckt, was jetzt hier im Prinzip rauskam, aber guckt mal im Chart, das ist zwar eine etwas größere Bewegung, also die ist ein Hauch größer als die Kerzen zuvor, aber nur geringfügig, ja. Und es kommen ja nicht, wenn mal ein bisschen größere Kerzen kommen, hier immer irgendwo Wirtschaftszahlen raus, ja. Also ist diese Abwärtsbewegung zwar wahrscheinlich irgendeiner kleinen Wirtschafts- oder irgendeinem Ereignis geschuldet, aber es ist relativ als unwichtig zu sehen. Somit schaue ich auf diese Zahlen jetzt nicht wirklich, ne? Also das ist mir relativ unwichtig, weil sonst würde man eben anfangen, den Wirtschaftszahlenkalender aufzuschlagen und hat jeden Tag da irgendwie 30 Dinger, wo man drauf achten muss. Das macht in meinen Augen jetzt nicht so viel Sinn und ist, wie gesagt, ich achte dann nicht so drauf. DE-Inflation, ja, 1,6 statt erwartet 1,7%, ja, steht Weil natürlich. man hat Eurele dann schon einen kleinen Move gemacht, ne? Also ich sag mal, man hat es kurz gesehen, aber wenn man es relativ sieht, also wenn ich mal hier einen Minutenchart angucke, was waren das? Das waren dann 24 Pips, ging es dann mal kurz nach unten. Man muss ja sagen, Gott lob und bewahre, seit Januar haben wir ja wirklich wieder eine Volatilität, die den Markt ein bisschen in Stimmung bringt. Also wir hatten ja im letzten Jahr auch einen DAX mal hier mit 30, 40 Punkten am Tag unterwegs, Euro auch in so einer Region. Jetzt hat er hier in so einer Minutenkerze mal 24 Pips eben gemacht, der Euro. Also es ist schon was, wo ich sage, wir haben wieder ein bisschen Drive an den Märkten. Ich bin mal gespannt, ob sich das fortsetzt. Also ich sage mal, die Volatilität hier VDAX etc., die kriechen ja alle am Boden rum, beziehungsweise sind rumgekrochen. Jetzt bei stärkeren Korrekturtagen zieht es ja wieder an. Aber das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass man da immer wieder was mitnehmen kann am Ende des Tages. Darum geht es ja. Und die einen traden News, die anderen, wie gesagt, lieben dann wiederum ihre Position und Swing Trades. Das muss man dann natürlich sehr individualisiert sehen. Richtig. Beim Forex geht aber die Wolle raus. Ja, also definitiv, ich möchte kein Verurteilen, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, wer sich jetzt darauf spezialisiert, auf News zu handeln oder eben dort sich das rauszupicken. Ich bin halt der Meinung, dass im Daytrading Newshandel oder generell der fundamentale Ansatz im Daytrading nicht ganz so funktionieren kann. Weil wenn man sich jetzt mal betrachtet, gestern oder nee, letzte Woche kam die Frage auf, bei mir auch bei meinem täglichen Abendanalyse des DAXes kam die Frage auf, wenn denn die EZB im Prinzip ja im Grundkern nichts verändert hat, also die Zinsen gleich geblieben sind und auch in dem Statement danach eigentlich nichts Gravierendes gesagt wurde, warum ist denn der DAX dann nicht gestiegen? Weil ist ja alles so wie gehabt. Ja? Man kann kurzfristiger Natur, eventuell logische Schlussfolgerungen, wird man am Markt nicht oder seltenst nur sehen. Ja? Langfristig bin ich durchaus der Meinung, dass der DAX natürlich auch weiter erstmal steigen kann, aber im kurzfristigen Bereich
hat das in meinen Augen eben nicht so eine große Relevanz, hier sich die wirtschaftlichen Ereignisse zurechtzulegen, auf Sicht von mehreren Tagen oder gar Wochen, definitiv, ohne Frage. Aber so im kurzfristigen Bereich, und deswegen bin ich da auch so nicht so der Freund, der sich jetzt da permanent sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass ich da eben sage, okay, ich will das gar nicht so genau auseinandersetzen, um da mich nicht von meiner Herangehensweise großartig ablenken zu lassen. Jetzt das nochmal zu diesem, also so denke ich dazu. Volatilität nochmal kurz, man sieht das hier, ich habe mal den muss ich ja mal den Euro-US-Dollar auf den Tageschart gepackt und man sieht hier unten diese ATA, das ist diese durchschnittliche Schwankungsbreite, die ich immer im Markt drin liegen habe, um so ein bisschen das Feeling auch auf kurzfristigen Zeiteinheiten zu haben. Wie schwanken wir denn aktuell? Und da sehen wir hier, dass wir Anfang des Jahres, wir können mal das Fadenkreuz nehmen, dass wir hier seit ja in der zweiten Januarwoche dann angefangen haben, von den Schwankungen her wieder größer zu werden. Exakt. Ja, und wir haben jetzt aktuell sind wir kurz vor 100 und wir waren hier unten ja knapp unter 60 Ticks Schwankung am Tag, waren im Tief hier unten, das war dann im November, da haben wir im Euro ein Tief von unter 50 Ticks Schwankung am Tag gehabt. Ja, Ticks ist immer herrlich, ne? Da spricht er wieder. ja gut, Pips, Ticks, ja. Ist kein Problem. Ich nehme Also, das nicht, weil manche sagen auch immer Punkte dazu, ist überhaupt kein Problem. Das ist, ich bin immer fasziniert, aber ich muss das nochmal erwähnen, weil es eine Steilvorlage war. Aber nee, das ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nur eine kleine grammatikalischer Hinweis, aber es ist herrlich. Aber Ticks ist super, wir wissen ja alle, was du meinst, kein Das Problem. wirst du aus mir nicht rauskriegen. Ist kein Problem, ist kein Nein, aber Problem. es ist, ich hatte das auch in den vergangenen Wochen, jetzt wir über gute 2 Wochen bin ich ja nun schon dabei, auch dieses US-Opening zu machen, wo wir dann auch auf den Euro des Öfteren schauen. Und ich hatte es erwähnt, dass eben in so Phasen, wo der Euro von einer Tagesschwankung wirklich durchschnittlich so tief liegt, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig auf Tagesbasis hier vernünftige Trades rauszuholen. Ja? Und jetzt, wenn wir in dem Bereich von 100 Ticks liegen, das ist für mich eigentlich so, also ab 90 wird es so langsam interessant, dann den Markt zu handeln. Und ich hatte dann gezeigt, dass der britische Pfund im Verhältnis zum Euro-US-Dollar nicht nur sauberer moved vom Trend her, wir sind auf dem Tageschart, ja, nicht nur wirklich sauberere Moves fährt, sondern dass diese Tagesschwankung auch prinzipiell höher ist, ja. Und wenn ich eine ähnliche Tendenz habe, die dann auch noch auf der Aufwärtsseite sauberer ist, dann hatte ich des Öfteren schon gesagt, dann geht man doch lieber vom Euro in den britischen Pfund und handelt den, weil da sind wir aktuell, gucken wir mal, bei 130 Ticks Schwankung, da sind wir Pips Schwankung, Ticks Schwankung. Ja, um Gottes Willen, ich wollte dich jetzt nicht verhören. und waren hier im Tief zwar auch im Bereich, also nicht auch, sondern waren im Tief bei 60. Das ist zwar auch zu wenig, ja, wenn ich so eine kleinen Tage hier habe, da kann man einfach nicht viel machen. Aber selbst das Tief war hier eben etwas höher als im Prinzip im Euro-US-Dollar. Und wir sind jetzt eben wirklich höher. Und dann suche ich mir dann doch lieber den Markt raus, der ein bisschen mehr sich bewegt von der Tendenz her. Ja. Und aber eben von der Kern, also von der Schwankungstendenz her höher liegt, aber von der Kerntendenz dann eben trendmäßig dann gegebenenfalls gleich läuft. Ja. Aber jetzt aktuell wird der Euro auch langsam wieder interessant, ne, weil wir hier hochlaufen. Danach sieht es wirklich aus. Also ich muss schon sagen, das hat schön Drive und das denke mal, ist aus vielerlei Hinsicht interessant. Wie gesagt, wir hatten 2014 ja schon mal so ein katastrophales Wollerjahr. Letztes Jahr hätte ich eigentlich auch schon mehr Woller erwartet oder gewünscht. Dazu ist es nicht gekommen. Aber jetzt haben wir dieses Jahr tatsächlich zu Beginn einen guten Auftakt, also Bewegung. Das ist ja das, was wir brauchen an den Märkten. Mal gucken, wie es weitergeht letztlich. Hast du da so eine übergeordnete Brille eigentlich, wo du sagst, ich meine, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn man sich die Charts mal anguckt hier und da, gerade die Amerikaner, das ist ja schon ein Stück weit parabolisch. Wir wissen alle nicht, wo das Ende ist. Das kann im Prinzip auch noch 3, 4 Jahre weiter so gehen. Ja, wir wissen es alle nicht. Die ganzen Dr. Dooms, die sammeln sich ja jetzt auch wieder. Siehst du da, also ich sag mal, du hast ja auch den Short Trade da mitgenommen, ja, aber so eine Position Long jetzt nochmal schön aufzubauen, mittel- bis langfristig. Also siehst du da irgendwie eine Überhitzung oder bist du da völlig tiefenentspannt? Dir ist das wurscht. Sag mal, du handelst eh nur kurzfristige Timeframes. Also prinzipiell ist ja, glaube ich, auch das Motto dieses Webinars Day Trading und Swing Trading Setups. Ich handle auch Swing Trades.
Und hatte auch im DAX dann die Idee, wenn der Markt eben Richtung Allzeithochs geht, auch vorher schon eben einen Swing Trade aufzubauen. Ich hatte ihn im Endeffekt dann nicht umgesetzt, aber selbst wenn man da jetzt vor dem Ausbruch drin wäre, dann wäre man ja jetzt erstmal auch wahrscheinlich plus minus null oder mit einem kleinen Loss aus so einem Swing Trade rausgeflogen. Sicherlich baue ich auch Swing Trades auf. Da aktuell definitiv in Richtung, also in den Indizes auf der Long-Seite, dass man eben guckt, okay, wenn hier stärker aufkommen, wieder mit dem Ziel Allzeithochs oder neue Allzeithochs. Aber dann auch primär lieber natürlich in den US-Indizes als im DAX, weil der DAX halt, ja, wie wir es wissen, wenn man sich hier den auf dem Wochenchart jetzt hier zwar, aber wenn man sich den S&P hier in dem Fall anguckt oder Dow Jones ist ja das gleiche Bild und wenn ich mir dazu dann den Wochenchart hole hier vom DAX, ja, dann haben wir halt seit Ewigkeiten hier diese Seitwärtsphase. Noch schlimmer war ja die, was du schon erwähnt hattest, diese Phase hier im November, Dezember, wo wir wirklich Ja, Wahnsinn. primär zwischen 13.100 und 12.900 hin und her gependelt sind in den Hauptkursen, ja, nach oben mal kurz ausgebrochen, nach unten mal kurz ausgebrochen, aber hauptsächlich in dem Bereich war. Und da war es extrem schwierig, wirklich vernünftige Trades zu produzieren, weil einen Tag geht der Markt hoch, nächsten Tag geht da wieder runter, übernächsten Tag wieder hoch. Da wird es dann halt wirklich schwierig und dann muss man eben, da schwenke ich dann, da gehe ich dazu über, dass ich dann eben mit Take Profits auch arbeite. Ja, wenn ich sowas merke, und dann eben nicht auf klassisch Trendhandel gehe und sage, okay, wir könnten jetzt hier Moves in die eine oder andere Richtung ein bisschen ausgeprägter ausbauen, sondern dass ich hier dann wirklich sage, mit einem gesunden Chance-Risiko-Verhältnis, ich gehe dann wirklich raus mit einem Profit. Ja, was ich sonst eben Ist ja auch jetzt zum Beispiel, vernünftig. ja, aber man muss, ich meine, im Nachhinein ist es natürlich dann immer einfacher zu sagen, als dann in der Situation, wo man entscheiden muss, ne? Und da habe ich es wirklich in der Phase gemacht, dass ich dann viel mit Take Profits gearbeitet habe. Ne? Jetzt gucken wir mal auf den DAX. Ja, da ist jetzt immer, jetzt haben wir mal wieder so ein bisschen tiefer. Also jetzt kann man sich schon überlegen, ob man mit dem Stop mal was macht. Auf der einen Seite haben wir es jetzt noch 14:50 Uhr, was wie gesagt normalerweise jetzt nicht zwingend die Zeit ist, wo ich jetzt hier megamäßig aktiv bin, sondern jetzt so langsam kommt man ja an den Rechner und fängt mal an zu überlegen, was man machen könnte. Wir haben jetzt hier ja dieses Haupthoch, ne? Und gucken wir nochmal auf dem Stundenchart. Wenn wir jetzt hier diese letzte Abwärtsbewegung abwärts, aufwärts und jetzt, ehe das wieder abwärts geht, erst dann wird ja jetzt dieses Hoch aktiv. Normalerweise wäre hier oben dieses Hoch jetzt das aktuell richtige Stop-Level, was allerdings für so eine Bewegung natürlich viel zu weit weg ist oder auch für einen Stop viel zu weit weg. Also ich muss mir jetzt irgendwo überlegen, wo ich auf einem geringeren Timeframe hier gegebenenfalls meinen Stop platziere und da hatte ich mich auf einem geringeren Zeitfenster einfach dafür entschieden, abwärts, aufwärts, abwärts. Jetzt sind wir immer noch aufwärts, zwar jetzt leicht abwärts tendierend, aber erst wenn hier unten das Tief durchbrochen wird, dann wäre denn der nächste Punkt ja hier rein charttechnischer Natur erstmal der nächste Hochpunkt. Ja, das ist dann nicht weit entfernt. Aber für diesen Trade jetzt hier, um jetzt im Prinzip mein Risiko zu reduzieren, was ich jetzt definitiv auch machen werde. Zum einen, weil ich schon etwas länger in diesem Trade drin bin. Und zum Das ist anderen, übrigens ein interessanter Punkt, mein Guter. was, welcher jetzt? Meinst, welchen meinst Welchen der vielen du? Punkte meine ich jetzt? In welchem Timeframe hast du das Teil eröffnet eigentlich? Ich meine, du springst immer mal hin und her. Du guckst das größere Bild an, den 5-Minuten-Chart. Hast du dann eigentlich auch jetzt mehrere Bildschirme oder springst du jetzt in der einen Geschichte umher? Die Frage, die ich aber eigentlich stellen wollte, ist, in welchem Timeframe bist du denn in den Trade eingegangen? Also prinzipiell, das hatten wir heute früh schon das Thema. Im Endeffekt Ich Timeframe. muss mich da leider wiederholen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm. Ich wiederhole mich ja auch gerne. Ich mache es ja gerne, Ah, so. das zu Sehr gut. erklären. Es ist für mich, also Timeframes sind ja relativ. Ja, es Absolut, ist den Markt natürlich. interessiert es eigentlich nicht. Ja, es ist natürlich hier, das hatte ich heute früh auch schon, man hat natürlich hier wunderbar einfach die Möglichkeit zwischen diesen 1 Minuten, 5 Minuten, 15 und 30, benutze ich fast gar nicht, gehe dann auf Stunde, 4 Stunden, Tag und Woche, dann eigentlich am Tage auch weniger. Ne? Aber ich gucke dann meistens auf Stunde, wie ist das grobe Bild, ja, wo sind so Widerstände und Unterstützung. Ich habe die auch meistens dann irgendwo schon im Markt liegen und gucke mir dann auf dem 5-Minuten-Chart an, okay, wo sind jetzt hier nochmal, wo sind jetzt die Zyklen gerade, wo sind die Bewegungen, wo ist nochmal ein bisschen auf kleinerer Zeitebene eben Widerstand und Unterstützung.
und gehe dann entweder wie jetzt hier, dass ich schon vorher, also wo der Markt hier unten ist oder dann eben schon so ein bisschen hochkam, wo ich dann schon vorher mein Limit reinlege, ja, hier charttechnisch auf dem 5-Minuten-Chart, das ist tatsächlich hier entstanden, die Idee, dass ich diesem Trade jetzt hier halt folge. Und manchmal, wenn ich dann ein Triggerkonzept anwende, was da bedeutet, dass ich hier eben nicht direkt Orders reinlege, sondern abwarte, das mache ich sehr oft so, abwarte, wenn der Markt in einen bestimmten Bereich kommt, gehen wir jetzt mal von dem Eröffnungsniveau aus und ich würde hier kaufen wollen, dann warte ich erstmal ab, wenn der Markt hier ist, gehe dann auf den Minutenchart runter und gucke, wie reagiert er an diesem Level, um dann hier so eine Umkehrformation in verschiedener Ausprägung dann wenigstens abzuwarten. So kleine Umkehrgeschichten, um dann eben zu sagen, okay, jetzt ist hier wenigstens eine oder zwei Kerzen grün und ich würde dann eben meinen Kauf platzieren, um wenigstens so eine Mini-Bestätigung abzuwarten. Das bewahrt mich davor, wenn der Markt direkt durchrauscht, dass man wirklich ins fallende Messer greift, ne? Ja, ist ja richtig. So, und dann bin ich halt auf dem Minutenchart. Aber man merkt eben, dass ich auch, wenn ich hier zwischendurch auch irgendwie rede, dann immer wieder hin und her springe, um eben so diese Informationen da im Kopf so ein bisschen zu verarbeiten. Das ist teilweise, manchmal denke ich schneller, als ich reden kann. Und ich rede ja schon relativ schnell. Ja, aber das finde ich gut. Wirklich diese ganzen Gedankenzüge dann wirklich in Gänze dann auch immer wieder zu geben, ne? Die da so eine Rolle spielen, wenn man sich den Markt so anguckt, ne? Aber jetzt nochmal gefragt, also das heißt, der Ursprungseinstieg ist ja schon ein Weilchen her. Jetzt hast du gerade gesagt, du würdest den Stopp dann jetzt aggressiver nachziehen. Also an welchem Timeframe orientierst du dich dann jetzt primär, um den Stopp jetzt entweder so zu lassen oder wirklich runterzuziehen? Na, in dem Fall ist es natürlich vom optischen her eben gut, wenn man den 5-Minuten-Chart hier betrachtet. Man kann das auch auf dem Minuten-Chart machen. Man sieht hier einfach in diesem Niveau doch Widerstand, ja, der mehrfach angelaufen wurde, eben nicht mehr nach oben durchstoßen werden konnte. Jetzt zeigt der Markt eben nach unten, okay, ich habe scheinbar so ein bisschen Kraft oder Schwäche, gehe nach unten. Und jetzt würde ich hier sagen, ich ziehe jetzt hier den kompletten Stop knapp über das Hoch von diesem Widerstandsniveau hier. Ja? Weil wenn der Markt im Prinzip jetzt dahin kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir doch wieder nach oben laufen und den Stop hier oben dann auch holen würden. Ja? Ich kann natürlich Pech haben, ohne Frage, der Markt geht hier hin und fällt dann wieder. Dann habe ich Pech gehabt, das ärgert mich dann auch nicht. Am Anfang hat mich das auch immer tierisch geärgert. Dann habe ich überlegt, habe ich was falsch gemacht oder nein. Aber nein, man hat nichts falsch gemacht. Ich habe mein Risiko reduziert und das ist, aktuell sind wir noch in der Phase, Risiko zu reduzieren. Noch nicht Gewinnoptimierung oder Maximierung, sondern immer noch in der Phase, auch wenn wir hier jetzt schon ein bisschen mehr im Plus waren. Man kann jetzt hier noch eine Sache, was ich eben auch eine meiner Regeln habe, dass wenn, können wir mal kurz gucken, wie weit wir jetzt hier schon im Plus waren. Ungefähr 55 rein. Sind so um die 20 Punkte waren wir schon im Plus. Und wir hatten, glaube ich, nur, wartet mal, ich habe es mir notiert, 54, 53. Wir waren 20 Punkte im Risiko mit dem Trade. Bedeutet, dass ich hier schon auch darüber nachdenken könnte, wenn ich mein Risiko verdient habe, also im Buchgewinn war vom Risiko, dass ich dann meinen Stop gegebenenfalls wie im Euro vorhin dann eben schon auf Break-Even nachziehe. Ja? Oder im Verlustfall sind wir ja noch, dass ich hier die Hälfte meiner Position hier abstoppe und den Rest der Position hier oben abstoppe, ja, dass ich dann hier eben zwei Stops draus mache, um einfach Risiko zu reduzieren. Sobald die komplette Position hier abgestoppt ist, dann kommen wir in die Gewinnmaximierung, ja, und dann teile ich meinen Stop definitiv nicht mehr, sondern dann wird ein Stop nachgezogen. In dem Fall jetzt würde ich erstmal noch nicht über eine Pyramide nachdenken, sondern dann würde ich hier zusehen, dass der Markt dann hier eben durch diesen Eröffnungskurs durchbricht und in Richtung, das war jetzt das grobe Ziel für diesen Trade, dass der Markt an die 13.200 hier fällt. Ja. Also das wäre so der Take-Profit auch an der Stelle, oder? Nee, ich würde keinen Take-Profit reinpacken heute. Weil du berechnest doch mit dem Nachmittagsrutsch auf den wie klar, die US-Märkte können 15:30 natürlich sofort nach oben wegdrehen. Ne? Ja, aber so oft, ich ziehe dann, und meistens ist es so, guck mal, wenn wir jetzt hier dann eben Gas nach unten, jetzt können wir auf jeden Fall darüber nachdenken, hier den Stop auch auf Break-Even zu ziehen. Ja, jetzt sind wir hier schon 30 Punkte oder was vorne gewesen.
Waren sie noch nicht ganz, aber wir waren jetzt auf jeden Fall nochmal ein neues Tief, sind jetzt hier am Eröffnungskurs und jetzt sollte der Markt auch ein bisschen Gas geben, können jetzt hier die Mittagstief nochmal durchschreiten, das Tagestief ist ja auch nicht mehr so weit weg, so dass jetzt hier eigentlich ein bisschen Dampf aufkommen sollte. Und wenn der Markt jetzt nochmal hier wieder nach oben anzieht, dann sind wir hier in so einer Seitwärtsphase und dann muss man danach sich neu resetten, wenn man wieder rausfliegt. Ja? Also jetzt dann, dadurch, dass wir jetzt nochmals die Tiefs hier erreicht haben, jetzt kann man charttechnisch natürlich nochmal ein bisschen gucken. Mache ich dann, können wir gleich mal tun. Ich ziehe den erstmal in die Richtung. Jetzt gucke ich nochmal ein bisschen Feinjustierung auf dem Minutenchart, ob sich jetzt Aber man hier muss ja sagen, charttechnisch. Der Druck, der sich jetzt aufgetan hat, der sollte jetzt schon eigentlich Fahrt aufnehmen, weil sonst, wie du sagst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er A wieder einen Rebound macht oder jetzt da rumrangt, was ja dann Genau. auch wieder überhaupt nichts bringt. Genau. So, und charttechnisch könnte man jetzt sogar sagen, man hat hier diesen Durchbruch durch dieses Tief. Das wurde von unten hier auch nochmal mit dieser Bewegung getestet. Ja, sprich, wir haben jetzt hier so eine kleine Sequenz von fallenden Tiefs und fallenden Hochs, wo ich jetzt hier sogar in dem Fall sagen würde, ich ziehe mir den Stop. Das ist so, ob man den nur knapp da drüber hat, Quatsch, Moment, ob man den nur knapp über dem Einstieg hat, knapp da drunter. Ich würde mir jetzt hier so na, das will er nicht so richtig hier, Moment. Ah, jetzt können wir gleich den Stop sowieso noch ein Stück weiterziehen. So, machen wir erstmal das zu Ende. Hier habe ich mir jetzt, was sind das jetzt hier, irgendwie 3 Punkte abgesichert oder so, ne? Die so. Kommission hast du schon mal verdient in dem Fall, ne? Die Commission habe ich jetzt erstmal schon auf jeden Fall drin. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt der Markt hier an die Tagestiefs ran. Die waren hier unten, sind wir schon durch, sind jetzt in Richtung 200. Also wir kommen jetzt im Zielbereich. Ne? Und wie gesagt, jetzt muss ich überlegen. Entweder ziehe ich jetzt diesen Stop aggressiv, trail ich den aggressiv nach. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller werden. Entweder ich ziehe den Stop jetzt aggressiv nach und gehe jetzt hier im Zielbereich unten raus. Oder ich sage generell, passt mal auf, 15.30 Uhr können die US-Märkte eröffnen und nochmal richtig Feuer nach unten aufnehmen, was primär auch die morgendliche Überlegung war. Somit würde ich jetzt hier sagen, okay, ich stoppe den, gib dem Trade jetzt hier einfach noch ein bisschen Raum. Ich habe zwar einen Fehler mit dem Dow Jones letzte Woche gemacht, was ich gerade erwähnt habe, aber lasse den Stop jetzt hier über dem Eröffnungskurs und lasse dem Markt jetzt einfach noch ein bisschen Raum, dass der weiter fällt, weil es ist durchaus möglich, ich hatte es gesagt, wenn der Markt hier läuft und richtig Fahrt aufnimmt, dann ist die 13.000 nicht zwingend heute, aber morgen, übermorgen möglich. Ja? Und wenn ich natürlich, naja, nicht den optimalen Einstieg habe, aber eigentlich nicht so einen schlechten Einstieg jetzt hier oben habe und der Markt jetzt hier die angedachte Bewegung aufnimmt, ja, dann lasse ich dem natürlich erstmal so ein bisschen Raum und lasse den so ein bisschen durchpfeifen nach unten. Wenn der jetzt, schaut mal, richtig Fahrt aufnimmt und hier die gestrigen Tiefs hier unten angreift, hier unten würde ich jetzt, wenn der direkt weiterläuft, hier unten würde ich die Position schließen, weil wenn der Fahrt in einer Tour aufnimmt, dass er dann nochmal direkt, noch vielleicht sogar vor der Markteröffnung weiter nach unten pusht, dann würde ich hier unten schließen, wenn er jetzt so direkt weiterfällt. Wenn er sich jetzt aber hier erstmal so ein bisschen fängt an der 13.200 und hier so ein bisschen weiter tendiert seitlich, um dann nochmal weiter zu brechen, dann würde ich selbst hier unten den Markt weiterlaufen lassen. So, jetzt kommen wir hier schon mal Reaktion an 13.200. Wenn wir den Stop eng nachgezogen hätten, wären wir jetzt hier mit der Position schon raus im Zielbereich und hätten uns hier, was sind wir eingestiegen, 54, um die 50 Punkte wären das jetzt gewesen. Ich lasse dem mal noch ein bisschen Raum, um hier auch so ein bisschen zu gucken, okay, vielleicht kriegen wir hier noch ein richtiges Ding heute fabriziert von der Überlegung. So, jetzt bin ich erstmal wieder ruhig. Ja, so, lass mal den Markt entscheiden. Das ist ja genau richtig. Ich meine, das ist ja optimal. Ich sag mal, wenn du in Position jetzt, sag ich mal, eingegangen bist, über die Mittagszeit wohl bemerkt und dann jetzt an der Stelle eben den Lauf kriegst. Ich meine, das wird mit den gestrigen Tagestiefs jetzt auf jeden Fall spannend sein. Also, wie die Geschichte dann jetzt ausgeht, ob sich jetzt an Dynamik nochmal was tut. Gerade 15:30, da klingelt es dann tatsächlich. Da kommt Volumen rein bei den Amis. Da muss man mal sehen, ob da auch wirklich was, sag ich mal, abgezogen wenn wird. Die Amis, wenn die Amis unter den Tiefs aus der Nacht hier öffnen, die Nachtsession hat zwar nicht so eine große, Moment, muss ich mal kurz gucken. Wenn die Amis unter diesem Unterstützungsniveau hier öffnen, dann muss man mal überlegen, dann kommt ein Händler, ein Markt, fährt seinen Rechner hoch
und sieht auf einmal fette rote Vorzeichen. So, und dann sind halt einfach aktuell in so Aufwärtstrends sind eben viele nervös. Das bedeutet nicht, dass sich sofort eine komplette Umkehr des Marktes ergibt, aber dass eben doch viele dann erstmal Positionen verkaufen, Gewinne mitnehmen und sich dann so eine Bewegung nochmal nach unten ein bisschen beschleunigen kann. Und wenn wir jetzt in dem Bereich hier unten reinkommen, guck mal, hier oben war der Schlusskurs. Wenn wir hier unten reinkommen, sicherlich gibt es dann immer die Idee des Gap Closes, also dass der Markt zum Schlusskurs zurückläuft. Aber vorher gibt er dann auch gerne eben noch mal ein bisschen nach unten Gas und dann kann man immer noch überlegen, den Markt hier unten dann zu kaufen. Und das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen, vielleicht passiert das. Und wenn es passiert, dann ist es einer der Trades auf jeden Fall, der am Ende, wenn man die Positionsgröße richtig wählt, seine Kapitalkurve dann auch nach vorne bringt. Und wenn man davon eben zwei, drei Dinger in der Woche produziert kriegt, dann reicht das eigentlich, um auch gesund zu traden. Um gesund zu traden, das ist schön gesagt, aber du brauchst im Prinzip beim Planen und passt es. Fernando hat auch gerade gefragt, Stopp nachziehen. Ich glaube, das hast du jetzt ausführlich, sag ich mal, thematisiert, die Vorgehensweise, die Schritttechnik an der Stelle. Auf jeden Fall macht ja auch Sinn. Die Kerze sollte jetzt nicht relativiert werden. Jetzt schauen wir mal ab, wie es denn weitergeht. Und ich sag mal, sonst von den Underlyings her, wir haben ja doch schon eine Vielzahl an Märkten. Bist du da nur in den Majors unterwegs, was Währungen jetzt angeht, oder Indizes, eben DAX, S&P, Dow Jones, oder guckst du dann auch mal auf den FTSE 100, auf den CAC 40 oder whatever? Wenig. Wenig. Ich Also habe hast du so dein primäres Universum. den Kakao. Kakao mal gehört, dass es den wohl gibt. Ja. Und vom Ja, die Fuzzi. Franzosen sind ja sehr Ja. eigenständig, ne? Oder Fuzzi sehr. heißt der Fuzzi 100, glaube ich, oder so, ne? Ja, genau, FTSE 100, richtig. Habe ich, also wirklich habe ich mir noch nie angeguckt. Wow, Noch nicht mal auf dem Chart angeguckt. deswegen frage ich ja, genau an der Stelle frage ich ja, ob das ein Thema ist, aber interessant, okay. Es ist. Ich habe bis vor ein paar Jahren nicht mal den Dow gehandelt, sondern nur den S&P. Habe dann aber gemerkt, dass der Dow sich eigentlich ganz okay macht. Der hat zwar auch volatilere Phasen, ja, auch am Tag, dadurch, dass er natürlich sehr hoch steht, somit die generelle Volatilität relativ hoch ist. Also wir bewegen uns ja hier teilweise am Tag 300, 400 Punkte hin und her. Aber das gibt einem natürlich die Möglichkeit, dann auch Gewinne in größeren Rahmen mitnehmen zu können, wenn ich halbwegs akzeptable Einstiege kriege. Also Dow Jones handle ich in den letzten Jahren dann doch relativ oft, S&P trotzdem noch, Euro, US-Dollar, britischer Pfund, Yen ab und zu, also schon die Majors habe ich schon auf dem Schirm, Gold auch, die Ölsorten auch, wobei ich eben hauptsächlich im DAX, S&P, Dow, Euro, britischer Pfund, das sind so eigentlich die Kernmärkte. Und so Öle sind aktuell relativ schwierig. WTI geht noch so halbwegs, aber weniger. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, in Prozent es ausdrücke, bin ich zu 50% auf jeden Fall nur Dow Jones, S&P und DAX. Und alle anderen Märkte kommen dann im Prinzip danach. Sauber. Sauber spricht ja dafür. Also dann hast du dir dein Universum sozusagen zusammengebaut. Aber ist ja auch richtig. Ich meine, aber wichtig ist eben, dass du dich auch nicht auf eine Sache versteifst irgendwo. Aber hier, der Markt kommt ja jetzt konfirm in deine Richtung. Aber Take Profit wäre es jetzt gewesen. Dann hättest du den, sag ich mal, den Profit gemacht, aber würdest jetzt eben theoretisch hinterher schauen, ne? Ja, ich würde jetzt eben, und genau das ist das, jetzt kann ich ja schon meinen Stop dorthin ziehen, wo ich vorhin meinen Take Profit gemacht hätte. Ja, wobei vielleicht ein bisschen drüber, aber jetzt macht er eben das, was ich gesagt habe. Vielleicht nimmt er jetzt in einem Zuge diese Tiefs von gestern hier unten. Ich meine, da sind wir schon noch ein Stück von weg, ne? Aber es kann schon sein, also ich würde jetzt hier auf eine Stundenbasis, sieht man das nicht so genau, aber ich würde jetzt mal gucken auf einen 5-Minuten-Chart, selbst da nicht auf einen Minuten-Chart. Da war jetzt gerade, genau, hier sieht man es auf einen Minuten-Chart. Man hat diese kleine Mini-Reaktion an der 200er-Marke. Jetzt hier kann man schon sagen, okay, zieht man den Stop nach, weil vom Tief, wir sind jetzt hier 81 zu 10. Hier haben wir schon noch gute 30 Punkte. Gut, die kann der jetzt auch wieder zurücknehmen. Dann bin ich eben in dem Bereich raus. Aber das wäre ja so der Bereich, den ich vorhin so als Take Profit hatte. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier runtergegangen wären und ich hätte meinen Stop wirklich nachgetrailt und hätte nicht den Take Profit direkt auf der 200er Marke, beziehungsweise hier in dem Fall 97 gehabt, dann wäre ich ja auch in dem Niveau irgendwo rausgeflogen. Ja, so, und jetzt habe ich mir durch ein bisschen Abwarten die Chance gegeben, dass der Markt weiter fällt. Wenn nicht, dann ist man ja trotzdem irgendwo hier noch mit einem gesunden Profit dabei. Ja, sonst stellt man sich immer die Frage, wo soll ich jetzt rausgehen? An der 200, an der 80?
Und wie gesagt, ich hatte ja gezeigt, wenn er richtig durchpfeift jetzt, dann gehe ich unten, würde ich dann auf den Knopf drücken hier. Wenn er jetzt hier dann nochmal die Stops rausholt von gestern und so ein bisschen nach unten pusht, würde ich hier unten schnell auf den Knopf drücken. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja praktisch das Wort zum Dienstag an der Stelle. Dass du das sozusagen mal, es ist jetzt spannend. Die Amis haben noch nicht aufgemacht. Wir haben jetzt gut noch 21, 22 Minuten, bevor die dann die Glocke ringen. Und dann ist tatsächlich spannend, ob der dann eben reverselt oder weiter nach unten absackt. Aber ich gebe dir schon recht, die Ja, Händler wir sind sind da so jetzt ein Stück gleich weit. raus hier. Guck mal, der macht, ne? Der fliegt Das jetzt, ist, macht er, die Kerze sieht ja auch sehr, husch, sehr dynamisch im Fünfer aus. Aber wie gesagt, das kann man natürlich kontrollieren. Ja, du bist jetzt relativ emotionslos. Stopp ist gesetzt. Wenn er rausgeht, geht er raus. Ansonsten ist er nochmal dabei. Aber jetzt kam noch ein bisschen Kaufdruck auf. Kann man darüber streiten, jetzt, ob der Stopp jetzt vielleicht zu aggressiv im M1 über das hochgesetzt ist. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Das ist ja die alte, Ja, altbesagte also Weisheit. ich habe, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, dass ich letztens im Dow Jones so ein bisschen Mist gebaut habe, da wo ich weit im Plus war, ne? Und man ist im ersten Zielbereich und irgendwann muss ich mich entscheiden, dann auch so ein bisschen was mitzunehmen. Ja, ansonsten müsste ich den Stop oben auf dem Eröffnungskurs da irgendwo im Bereich 30 irgendwo liegen lassen. Ja, und das ist mir einfach jetzt für diese Trade-Überlegung zu weit weg. Ja. Habe ich nicht gesagt, das Wort zum Dienstag? Oder habe ich das Wort zum Donnerstag gesagt? Ich weiß es gar nicht. Hast Ich du? dachte, ich hätte das Wort zum Dienstag gesagt, was ich ja auch meine an der Stelle. Vielleicht habe ich Ich das Wort weiß es zum Sonntag nicht. gesagt, wie man es typischer ist. Ach, das Wort am Dienstag, zum Dienstag. Ja, Jens ist ja ein Fuchs in Sachen Zuhören, muss man sagen. Ja, passt er genau Gibt auf. noch was sonst Fragen gerne oder von den Jungs hier im Webinar, im Ja, Team genau. von Guck dir? mal zu, der Raum ist gut gefüllt, also insofern keine falsche Bescheidenheit. Wie gesagt, auch mal interessant, wer von euch überhaupt den Dow Jones so handelt oder seid ihr alle DAX-Fans? Ich meine, dann ist es natürlich Wir heute ein können ja mal Eldorado. gucken, was der Dow Jones jetzt macht. Der kommt jetzt hier im Prinzip auf der 5 Minuten mal guckt, eben auch so ein bisschen nach unten. Da sieht es noch nicht ganz so kritisch oder noch nicht ganz so doll aus wie jetzt im DAX. Der hat jetzt scheinbar so ein bisschen übertrieben nach unten. Wir sind hier noch nicht an den Tiefs von der Nacht dran, aber eben unter den Tiefs von gestern und das mit Abstand. Ja, und da ist der DAX, der gestern da eben der auch oder in der Nacht, mal kurz, nee, um gestern. Stunde. Das sind ist ja nee, Quatsch, ist es die Nachtsession jetzt hier? Das muss ich selber noch mal gucken. Ist ja die Nachtsession das Tief hier unten. Das habe ich selber einen Fehler In gemacht. der Ich bin Tat, die natürlich unter den Indikation, ja. gestern. Ein Fehler in der Matrix, Ja. sagst du. Ja, das ist eben die Nachtsession hier, die da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass die immer noch mit drin ist. Nein, ja, Ja. du kannst, wir haben ja da zwei, du kannst ja auch die New Yorker Session wählen, Richtig, dann richtig. läuft der Dow Jones eben nur nach US-amerikanischer Öffnungszeit. Da darf man natürlich drüber streiten, ne? Der eine oder andere sagt, das ist ja Mumpitz, so eine Indikation hinten raus. Finde ich gar Der nicht so nächste sagt, schlimm. im Stopp, ja, in der Nacht, wenn jetzt wirklich mal, sag ich mal, Asien, wenn es da irgendwo mal richtig knallt, dann ist es natürlich dann nicht dramatisch, wenn du dann mit einem Gap eben rauskommst, erst aus der Position, lass das mal 500 Punkte sein oder so. Insofern ist die 24-Stunden-Indikation schon nicht schlecht, wenngleich da natürlich A, der Spread ein Stück weit aufgeht in der Nacht, weil eben da die Grundlagenmärkte fehlen, und dann natürlich auch wilde Schwankungen einen manchmal unglücklich abholen können, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine feine Sache, dass man jederzeit eben auch rauskommt aus dem Markt, weißt du? Richtig, genau. Das ist schon in meinen Augen ein Vorteil, wenn man da eben nicht diese große Lücke hat, sondern eben S&P Future und Dow Future zum Beispiel laufen ja auch durch. Und ich denke, dass sich da ja auch die Indikation so ein bisschen nachrichtet, natürlich auch nach den asiatischen Märkten. Somit ist, wenn ich Swing Trades im Future-Bereich zum Beispiel mache, dann eben auch lieber im S&P zum Beispiel, weil eben die Nachtindikation da ist. Ja, und man hier schon die Möglichkeit hat, dann eben auch aus Positionen rauszugehen oder eben dann eben Stops wieder reinzupacken, die einen dann eben entsprechend rausholen, ne, wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Euro, US-Dollar-Währungen laufen ja generell auch durch. Ist richtig, Kleinen Pausen. richtig, richtig, richtig. Ja, gucken wir mal noch nach weiteren Setups. Ich meine, wir haben es jetzt 15:12 Uhr. Wir müssen mal langsam die Vorbereitung für die US-Session machen. Macht das, genau, lass dich aufhalten. Fernando fragt gerade noch wegen dem Agina-Trader. Da bin ich ja wahrscheinlich jetzt der bessere Ansprechpartner als Markus an der Stelle. Deswegen kann ich da eigentlich nur gleich sagen, da sind wir noch nicht weiter in Sachen Konnektivitätsanbindungsoptimierung, Schrägstrich dessen, dass es da eben zuletzt die Bugs gab. Da muss ich dich leider noch aufschieben, Fernando. Das ist noch nicht gelöst, die damalige Problematik in Sachen Konnektivität. Ja, ist schade an der Stelle, aber wie gesagt, mit MetaTrader 5 kannst du dich ja trotzdem gerne mal anfreunden, gerade wegen unseren Real Assets, die ja sozusagen dann auch dort natürlich verfügbar sind. Aber klar, wer den Agila-Trader kennt und lieben gelernt hat, der kommt da schwer von los. Die, die ihn nicht kennen,
die sind teilweise überfordert von dem umfangreichen Paket dieser Trading-Software sozusagen. Aber das, ja, wie gesagt, wir hatten damals da tatsächlich die Konnektivitätsprobleme, die wir eine Weile ausgesessen haben, Lösungen gesucht haben, aber wir konnten sie schließlich nicht lösen auf jeder Seite. Deswegen abwarten. Ne? Also MetaTrader 5, da sind wir jetzt im MetaTrader-Bereich, wie gesagt, da sehr gut positioniert. Und mit dem 5er haben wir da auch alle Asset-Klassen, die wir da sozusagen brauchen, in einer Plattform. Ansonsten, Fernando, wenn es da ein Update gibt, wirst du es auf jeden Fall erfahren. Und schwuppdiwupp ist der Stop gezogen worden im Sinne der US-Vorbereitung. Richtig. Hier sind wir jetzt erstmal aus dieser Geschichte sind wir jetzt erstmal raus. Hat ja auch lange genug gedauert, dieser Trade. Vor der US-Eröffnung, jetzt müssen wir mal schauen. Also es kann jetzt durchaus sein, dass wir erstmal wieder, und das sehe ich jetzt gar nicht so als unwahrscheinlich, dass eben der Markt hier in den Bereich der Tiefs zurücklaufen kann. Wäre ja eigentlich wieder eine Situation zum Shorten. Allerdings jetzt kurz vor Markteröffnung erstmal gucken, wie die Amis reinkommen, was die aus dem Gap machen, was die da nach unten haben, ob wir eben Feuer nach unten aufnehmen oder eben sich das hier dann doch erstmal wieder nach oben entwickelt. Und dann müsste man schauen, ob man im DAX dann was umsetzt oder gegebenenfalls hier sich dann den Dow Jones oder S&P nimmt. Ne? Weil das sind einfach die treibenden Märkte jetzt dann am Nachmittag. Und klar, wenn ich jetzt hier noch drin gewesen wäre, hätte man den natürlich dann eben weiter irgendwo betreut. Aber so jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt zwingend erstmal im DAX dann eine Position eingehe oder mich dann eben sofort für die Amis entscheide, ne? Wenn man jetzt bei den Indizes bleibt. Genau, das ist gut an dem Punkt. Ich beantworte noch gerade die Frage zum Pascal. Und dann, Markus, müsste ich mich langsam auch schon wieder zurückziehen. Ja? Mit Verlaub an dieser Stelle auch an die Gäste und Teilnehmer. Wie gesagt, heute Morgen gab es ein technisches Problem. Das gab es auch höchst selten. In dem Fall war ich ja sehr, sehr froh, dass du der Part of the Game warst und dich sozusagen hier interveniert hast, weil du ja auch die Organisationsdaten nutzen konntest. Also wirklich ganz, ganz wichtig und elementar, dass du da eingesprungen bist. Damit bin ich, wie gesagt, jetzt gleich raus. Bin auf dem Weg dazu so einem EA-Programmierungsseminar, wo ein Partner von uns da eben Leute schult, hochinteressant, EA, und da greife ich jetzt die Frage von Pascal noch auf, der MT5 ist hierbei sogar noch einiges besser als der MT4er, also man kann hier ein Multi-Strategie-Testing machen, das ist praktisch beim MT4er nicht der Fall, der 5er kann das, wenngleich die MQL5 eine andere Programmiersprache ist als der MQL4-Code. Das heißt, alle EAs, die auf dem Vierer laufen, laufen nicht auf dem Fünfer. Das bedarf einer Optimierung. Aber hier gibt es auch A-Plugins und B habe ich mit dem Algo-Crack auch schon gesprochen, wo ich dann nachher nochmal hinfahre. A gibt es eben Plugins und B ist es natürlich auch ein Riesen-Case, auch für uns bei JFD, hier die Algos umprogrammieren zu lassen. Ja, also wir haben ja auch bei uns den Dr. Friedrich Kowski, der bei uns im Bereich der Strategieentwicklung für unser Wealth Management aktiv ist, also hier Strategien für unsere Vermögensverwaltung entwickelt und da ist es ja auch so, dass wir da unsere Programmierer haben. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch zwei, drei andere an der Hand und da werden wir unseren JFD-Kunden, die mit EAs arbeiten oder eben da auch was haben, sicherlich eine sehr schöne Offerte anbieten, um ihre Vierer-Codings in Fünfer umwandeln zu lassen, ja, sofern wir das eben hier aus deutscher qualitativ hochwertiger Hand haben will. Ansonsten findet man im asiatisch-pazifischen Raum auch viele kleine Programmierer, die das gern machen, aber da muss man aufpassen, dann ist der Code eben mal schnell verschwunden und irgendwo dann auf einer asiatischen Webseite zu sehen und wird dann vertrieben. Das macht vielleicht nicht so viel Sinn, also insofern bieten wir da auf jeden Fall Lösungen an. Ja. Pascal, du kennst den Peter aus Wien. Ja, Peter ist einer der Programmierer, die auch für uns arbeiten. Das stimmt. Das ist einer von mehreren, muss man sagen. Der arbeitet wiederum gerne oder eng mit dem Dr. Friedrich Kowski zusammen. Und so hat jeder seine Connection. Das ist ja auch gut so. Mensch, Markus, an der Stelle, ich hoffe, wie gesagt, oder ich muss nochmal sagen, vielen Dank für dein Einspringen, sowohl eben als Startmoderator hier, ja, als auch das Auffangen heute Morgen. Nächsten Monat geht's weiter. Wie gesagt, liebe Leute, ihr könnt euch schon mal an den Markus gewöhnen. Nicht, dass er ja eh ohnehin schon hier auf unserem JFD-Desktop Gas gibt mit dem DAX Long Short, auch schon das ein oder andere Devisenradar-Webinar mit mir gemacht hat. Wir werden den Markus hier immer mehr abholen und wie gesagt, er hat ja hier auch Trading-affine Skills, die man sicherlich auch A verwenden kann und B verwenden muss und das ist eine große Freude, dass wir hier zusammen kooperieren und wir werden da noch viel, viel mehr, denke ich, machen in der Zukunft. Es wird weitergehen am Ende des Tages und euch wünsche ich jetzt noch eine gute, was haben wir denn jetzt noch? Ein Stündchen knapp, oder? Ein Stündchen machen wir noch, ja, auf jeden Fall. Ein Stündchen ungefähr, also das, da sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank erstmal für meinen kurzen Auftritt, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht mein Trading Desk gezeigt oder gezeigt, was ich heute gemacht habe, um ehrlich zu sein, da habe ich nur Euro-Dollar hier in so einem kleinen Algo da die ganze Zeit laufen lassen. Aktiv gehandelt habe ich da jetzt
so, insofern nichts, was man jetzt zwingentechnisch auswerten könnte. Obwohl heute Morgen im JFD-Devisenradar auch Euro-Britisch-Pfund gecovert wurde. Schaut es euch gerne nochmal an, liebe Leute, auf unserem YouTube-Channel. Euro-Britisch-Pound, sehr, sehr schönes Setup. Mal gucken, was da geht. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg im Trading. Bleibt uns treu an der Stelle. Nächster Live-Event im Februar wird diesmal auch mit Thorsten Helbig sein. Ja, ein auch wieder sehr, sehr, sag ich mal, ansprechendes Webinar. Er ist ja da sehr, sehr agil in seinen Aussagen. Markus, vielleicht kommst du dann auch nochmal dazu. Am Gerne. 20. Februar, das kann ich schon sagen. Wir werden jetzt dann auch einen Mailer noch rausschicken, Ende des Monats. Sprich, morgen wird der Mailer rausgehen an alle unsere Kunden. Da können Sie euch dann auch direkt anmelden und das werden wir natürlich dann auch mit dem Thorsten hier vollziehen, der da auch schon einige Webinare im letzten Jahr mit uns gemacht hat und hierbei wirklich immer stark abgeliefert hat. Er hatte da seine eigene Software, sein Add-on, was er sozusagen auf den MetaTrader draufsetzt. Auch ganz spannend hier mit seiner Intraday-Taktik. Wäre vielleicht auch dann da für dich tatsächlich nochmal ein Blick auf eine andere Seite des MetaTraders, Markus. Also da bist du schon mal herzlich eingeladen. Ihr alle, die heute dabei seid, ja Gerne. ohnehin. Bleibt uns auf jeden Fall weiter treu an der Stelle. Schaut, mit welchem Broker ihr handelt, immer ganz wichtig. Da gibt es viel Schabernack am Ende des Horizonts. Und dann würde ich sagen, übergebe ich dir das Wort. Mach langsam, Markus. Ich weiß, wie es ist, wenn du 2, 3 Stunden gesprochen hast. Das kann schon hart werden. Und ihr, wie gesagt, stellst dem Markus auch Fragen. Es ist eben auch die Möglichkeit, hier nach Setups, nach eigenen Underlyings, die man im Auge hat, hier mal wirklich noch einen Experten dazu raten zu sehen, sagen, hier, wie sieht das aus mit der Allianz-Aktie oder hier mit Schweizer Franken, Yen, keine Ahnung, dass man da eben einfach auch wirklich mal die Chance nutzt, hier interaktiv zu agieren, weil das ist immer gerade für den Referenten schön, wenn man so ein bisschen sich austauscht. Ich meine, hier Fernando, Jens, Pascal und alle anderen, die sich jetzt hier noch mal gemeldet haben, das ist immer super, wenn da eine Aktivität herrscht. Insofern macht euch ruhig mal Gedanken, welches Setup hier für euch interessant sein könnte und dann greift buchstäblich an. Ich sage jetzt erstmal an der Stelle vielen Dank. Melde mich jetzt wirklich ab, sonst rede ich hier noch 5 Minuten weiter. Deswegen, Markus, ich wünsche viel Erfolg fürs US-Opening. Danke für die Zeit und wir sprechen uns eh noch morgen, übermorgen nochmal und machen Auf dann noch jeden eine kleine Fall. Auswertung und machen einen Roundtable-Talk in dem Zusammenhang. Alles Also, klar. gute Zeit, ich melde mich ab. Viel Bis Erfolg, dahin. danke fürs Dabeisein und bis dahin. Ciao. So, dann von meiner Seite hier wieder zurück und es kam gerade im Chat noch die Frage mal nach dem Silber. Ich habe es jetzt mal kurz hier in den Markt rein, oder ins Fenster reingelegt. Zieh mal unten erstmal hier, oder kannst auch schließen, das Vorderfenster. Mach mal das Silber auf den Tageschart und jeder, der sich mit Gold, Silber, also man kann ja jetzt mal das Gold auf den Tageschart daneben packen. Moment, ich ziehe es mal ein bisschen zusammen. Ja. Der weiß, dass ja Silber und Gold erstmal von den Kerntendenzen schon recht gleich laufen. Wobei hier Gold aktuell wirklich viel, viel volatiler ist. Und jetzt muss ich allerdings hier wieder nach hinten switchen. Ja, und sehen hier diese Ausprägung nach oben im Silber nicht ganz so. Also für mich persönlich ist der Silbermarkt nicht so interessant. Also wenn ich mich hier in den Edelmetallen irgendwo tummle, dann ist das eben hauptsächlich im Gold und weniger im Silber. Ja, weil wir sehen hier auf dem Tageschart schon, dass wir uns in diesem Kursniveau hier sehr, sehr lange und dass wir haben hier vorne dann Anfang August letzten Jahres. Dann sind wir aus dieser Seitwärtszone mal kurz nach oben ausgebrochen, was jetzt hier vielleicht für die Long-Seite hätte sprechen können, sind dann aber wieder zurück in diesem Bereich und sind dann hier wirklich Ewigkeiten drin. Ja, haben uns hier drin aufgehalten, dann kam mal der Ausbruch nach unten, aber auch wieder der Rücklauf in diesem Bereich. Und jetzt ist hier so ein Auffächern von so einer Seitwärtsphase, ja, erst kleinere Schwünge, jetzt werden die Schwünge immer größer und das kann sich natürlich hier fortlaufend oder fortziehen. Also generell ist Silber für mich kein Markt, wo ich jetzt unbedingt drin handeln muss. Dann lieber das Gold, da haben wir eben etwas sauberere Bewegungen und jetzt gucken wir nochmal, Moment, wieder rübergehen, jetzt habe ich hier mittlerweile schon so viele Fenster offen. Wo haben wir es denn nun? Hier vorne. So, ja, dann lieber eben das Gold nehmen. Da ist es eben doch ein bisschen klarer hier auf der Long-Seite und dann sich lieber mit dem Gold beschäftigen als mit dem Silber. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp, wenn man sich hier zwischen Gold und Silber entscheidet. Und von daher ist jetzt eben bedingt durch diese Seitwärtsphase dort im Silber eben ja, nicht viel zu sagen, erst mal von der Kerntendenz. Und wenn ich sowas entdecke, dann ist es für mich erstmal nicht so ein interessanter Markt. Ja. Wenn wir natürlich jetzt hier, dafür kann ich mein Zeichenwerkzeug mal kurz aufmachen,
wenn wir jetzt hier eben so einen Ausbruch nach oben sehen, ja, und sich hier eben stärker entwickelt, aber dann läuft Gold schon auf der anderen Seite richtig stark, ja, da kann man da schon trendfolgend richtig gut agieren und dann kriegen wir hier so einen Rücksetzer auf dieses Hoch drauf, dann wäre es vielleicht auch hier im Silber mal eine Überlegung, wenn wir jetzt hier dann diesen Rücksetzer dann in diesen Hochbereich kriegen, ja, dann wäre es gegebenenfalls im Silber auch interessant, dann hier die Long-Seite zu spielen, mit dem Ziel, dass der hier vielleicht diese Hochs vom Ende August letzten Jahres anfängt anzugreifen. Aber das sind für mich, also wie gesagt, das gefällt mir erstmal vom Grundkonzept nicht ganz so gut. Wir können uns das auf einer geringeren Zeitebene mal anschauen. Wir sind ja hier immerhin auf dem Tageschart und man will ja vielleicht im Daytrading unterwegs sein. Ja. Und man sieht selbst hier, wenn man sich ein paar Tage erstmal anguckt auf 4 Stunden Chart, dass hier lange, lange irgendwo eine Seitwärtsphase kam, dann eben mal ein bisschen der Ausbruch, aber jetzt hier schon wieder in diesem Kursniveau, selbst wenn man sich das jetzt eben zusammenschiebt, ja, dann sieht man hier eben auch auf geringeren Zeitebenen, dass in diesem Bereich hier nicht viel los ist. Und wenn der Markt dann anfängt, Gas zu geben, dann kommt er relativ schnell wieder zurück und man ist wieder auf dem Einstieg rausgeflogen oder vielleicht mit einem Mini-Profit. Klar, wenn man eben so eine gute Bewegung hier mal mit nimmt, kann man auch sicherlich Geld verdienen in dem Markt, aber so richtig gefällt mir das Silber eben nicht. Und ich hatte mir auch Silber, gucke ich mir ab und zu mal an. Also vielleicht alle 2 Wochen hole ich es mir dann auch mal in den Schirm rein, wenn ich mir am Wochenende oft dann eben auch das Gold mir vom Big Picture anschaue, wo könnten so Kerntendenzen entstehen, dann auch für die folgende Woche, dann hole ich mir schon auch Silber ab und zu mal mit rein. Aber es ist für mich aktuell keine Option zu handeln und somit nehme ich das dann auch jetzt gleich. Ich muss jetzt anfangen, hier mal wieder so ein paar Märkte rauszunehmen. Dann das auch wieder vom Schirm ab, dass man erst gar nicht in die Versuchung kommt, da dann vielleicht irgendwas zu machen, weil man dann, und das passiert mir natürlich auch, dass ich dann eben auch mal Setups handle, weil ich denke auch, naja, ist auch gar nicht so ein schlechtes Setup jetzt vielleicht und dann handelt man auch dann auf einmal Silber, was man gar nicht möchte. Somit versuche ich mich dann hier wirklich eben die Märkte, die ich dann wirklich in der Woche handle, so gut es geht, eben zu reduzieren, dass man dann vielleicht wirklich nur 3, 4, 5, maximal 6 Märkte hat, wo man überhaupt gewillt ist, Positionen einzugehen für die Woche. Und meistens ist es dann so, dass man in 3, vielleicht 4 Märkten dann auch wirklich handelt, und die dann eben ein bisschen intensiver auf dem Schirm hat. Wie es jetzt aktuell zum Beispiel der Fall ist, wir haben den DAX, wir haben den Euro jetzt ja heute schon gehandelt. Das hat jetzt hier eben, wie ich das, ich hatte ja angenommen, jetzt hier sind wir wieder auf dem Stundenchart, dass hier dieser Rutsch nach unten ein bisschen sich ausprägt und sich hier vielleicht so ein bisschen entwickeln könnte. Das wäre ist jetzt nicht der Fall. Aus dieser Idee sind wir plus minus null rausgeflogen, hatten aber die Chance, dass er eben läuft. Jetzt ist der Markt hoch rausgeflogen und hier kommt dann auch so diese Feinheit des Trade Managements. Ja, ich hatte ja hier oben meinen Stop und bin hier unten eingestiegen und dann läuft der Markt halt irgendwie dann für einen aber nicht so richtig und dann muss man sich halt auch irgendwann entscheiden, sein Risiko rauszunehmen, weil hier, wenn ich meinen Stop hier oben gelassen hätte, wäre ich hier mit meinem Initial-Risiko aus dieser Position rausgeflogen und das versuche ich so wenig wie möglich eben ja, zu produzieren, dass meine Risiken idealerweise im Durchschnitt weit unter 1R liegen, ja, also wenn ich jetzt eine Risikoeinheit. Ich versuche hier auch immer in Risikoeinheiten zu sprechen, weil für jeden ist ja so, dass diese Risikoeinheit 1R relativ zu sehen, natürlich zum Konto. Aber wenn man jetzt als Beispiel sich sagt, dass mein maximales Risiko bei einem 10.000-Euro-Konto pro Trade, mein maximales Risiko vielleicht 100 € oder 150 € sind, also 1 bis 1,5%. Wie gesagt, bei einem 10.000-Euro-Konto würde ich da gegebenenfalls schon ein bisschen höher rangehen. Und dann ist eben diese 1,5 mein 1R oder eben diese 1% Risiko mein 1R. Und wenn ich die dann auch mal um die Ohren bekomme, weil eben ein Trade, den ich eingehe, sofort in mein Risiko läuft, dann habe ich natürlich auch mal 1R minus. Das passiert mir auch bei 100 Trades bestimmt 5 bis 10 Mal, dass ich, sage ich mal, wirklich das Initial-Risiko um die Ohren bekomme. Weil einfach der Trade, wenn ich eingehe, ja, hier jetzt zum Beispiel im Euro, die Short-Seite, der Markt dreht sofort nach oben und man fliegt mit seinem Stop raus. Kann passieren. Dafür ist dann der Stop da und dafür ist dann auch das Positionsgrößenmanagement da und generell eben das Risikomanagement, dass diese Situation dann trotzdem eben verhältnismäßig zum Konto einfach nicht viel Geld kostet und ich mir ganz locker noch weitere von den Situationen leisten könnte, ohne dass es mir wehtut. Ja, wenn dann aber eben Trades
laufen, wenigstens so ein bisschen, dann nehme ich das Risiko irgendwann komplett raus, wie heute früh im DAX, wo eben die Überlegung war, wir hatten es ja heute früh, den Markt eben auf der Short-Seite aus, von der Short-Seite aus zu sehen. Ja, das war ja dann hier, wo wir gesagt haben, okay, hier oben die Abwärtsseite mal probieren in Richtung Eröffnungskurs zurück. Das lief eben auch nicht so. Der Markt lief zwar ein bisschen dann irgendwann mal für uns, aber Risiko reduziert, relativ kleines Risiko um die Ohren bekommen. Und wenn man das jetzt mit dem Gewinntrade ins Verhältnis setzt, ihr könnt mal kurz gucken, was war das jetzt hier? Ich habe extra diese Positionsgröße mal gleichgelassen, auch wenn ich ja gesagt habe, dass eben idealerweise hier eben ich eigentlich 5 CFDs im DAX hätte handeln wollen heute früh. Es war dann einer. Und habe ich dann jetzt diese zweite Position auch mal bei 1 belassen, um das hier zu vergleichen. Aber jetzt kann man hier mal schauen. Das Risiko heute früh, also das realisierte, der realisierte Verlust im DAX waren 6,91 und der realisierte Gewinn waren jetzt 43 Euro. Ja? Und wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, also dieser eigentlich nicht so positiv gelaufene Trade zu dem halbwegs gut laufenden Trade durch, ist das das, also gut sechsfache. Das gut Sechsfache habe ich mit dem gut laufenden Trade mitgenommen im Verhältnis zu dem schlecht laufenden Trade. Und wir haben heute im Prinzip einen Trade, der wirklich mit dem DAX-Trade, der nicht so gut lief. Dann hatten wir hier den DAX-Trade, der relativ gut lief. Und wir hatten den Euro-US-Dollar-Trade, der hier mit 27 Cent, also das ist jetzt ja im Prinzip hier nicht der Rede wert, das ist eigentlich ein Plus-Minus-Null-Trade, der jetzt eben rauslief. Ne? So, Entschuldigung. Jetzt ärgere ich mich auch nicht, wenn jetzt der DAX hier weiter nach unten läuft, weil ich muss mich einfach, die Entscheidung wird ja hier gefällt. Die Entscheidung fälle ich ja nicht jetzt, wo ich sehe, der Markt fällt wieder nach unten, sondern hier muss ich mich entscheiden, was mache ich, ja? Und da habe ich ja dann meine Entscheidung im Prinzip begründet, warum, weshalb, wieso. Und von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn der Markt eben nicht weiterläuft. Dann hätte ich eben sagen müssen, okay, Stop lasse ich hier oben. Ich hatte aber begründet, warum ich es nicht mache. Und man kriegt eben immer wieder eine Chance. Und es gibt auch Trades, wo ich dann eben hier nicht rausgehe oder nicht rausfliege, weil der Markt zurückkommt, sondern diese Trades laufen dann noch weiter in den Zielbereich. Zeige ich nochmal, den ich hier unten hatte mit dem Tief, ja, und dann habe ich eben nicht das Sechsfache meines Risikos oder meines durchschnittlichen Risikos, sondern eben auch mal das Zehnfache oder Zwölffache mit einem positiven Trade produziert. Und das sind dann diese Trades, die dann die Kapitalkurve eben sukzessive nach oben bringen. Und ja, da gucken wir jetzt eben gleich mal in den US-Märkten. Wir haben es jetzt 15:31, die fangen jetzt gerade an zu laufen, werden wahrscheinlich eben auch kurzzeitig hier ein bisschen abgeben, sind allerdings noch nicht unter den, also haben auch nicht unter den Nacht-Tiefs hier im Prinzip eröffnet. Passen wir mal kurz die Eröffnungslinie an. Ja, jeder, der auch die US Opening Bell von mir immer dann schaut, der weiß, dass ich hier dann so eine magentafarbene Linie drin habe. Und das ist immer der Eröffnungskurs, den ich für die US-Indizes natürlich um 15:30 Uhr dann festlege. Und jetzt hier ein bisschen, weil eben noch eine zweite gelbe Linie drin liegt, aber diese obere Linie, das ist der Schlusskurs von gestern hier oben in dem Bereich. Also wir haben hier schon eine Riesenlücke, die sich jetzt hier auftut. Und eventuell müssen wir jetzt mal gucken, ob man vielleicht die Long-Seite in Richtung Gap Close spielt, wenn der Markt eben die Schwäche hier nach unten nicht weiter aufbauen kann. Da müssen wir jetzt mal überlegen. Zwei Varianten. Entweder hier haben wir die Nacht Indikation im Prinzip hier schon durchstoßen im S&P, der ist halt so ein bisschen schwächer. Mal kurz gucken. 27 zu 33, 5 Punkte, ist ganz schön weit. Mal schauen, auch hier passen wir jetzt mal den Eröffnungskurs kurz an, dass man eben einen besseren Überblick hat. Und auf die Schnelle sieht, deswegen packe ich mir dann so ein bisschen farbige Linien hier rein, dass ich auf Anhieb sehe, okay, sind wir über dem Eröffnungskurs oder sind wir unter dem Eröffnungskurs? Sind wir über dem Schlusskurs von gestern oder unter dem Schlusskurs von gestern? Das sind für mich schon so wichtige Indikationen, wo ich dann eben auch so die Tendenzen des Tages daran festmache, nicht nur die Kerntendenz vom Trend her optisch analysiert, sondern eben auch die Tagestendenz, ja. Und da ist einfach, auch wenn wir jetzt erstmal hier konsolidierend unterwegs sind, alles, was über dem heutigen Eröffnungskurs ist, ist erstmal schon wieder so ein bisschen in Long-Richtung, ja. Jetzt gucke ich nochmal, nee, erstmal keine weiteren Fragen. Dann schauen wir jetzt hier mal
Was man hier eventuell machen könnte. Also zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr ist im S&P und im Dow Jones immer so eine Findungsphase. Wir haben früh im DAX ja zwischen 8 und 9 Uhr ebenfalls so eine Findungsphase, weil um 9 Uhr macht der Xetra DAX auf und da hat man zwischen 8 und 9 in der Regel erstmal noch so ein bisschen weniger Schwankungen. Das Volumen ist noch nicht ganz so da und ab 9 Uhr geht dann die Fahrt im DAX dann auch meistens so richtig los, ne? Ähnlich ist es hier im S&P und im Dow Jones oder in den US-Märkten. Zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr ist ebenfalls erstmal so eine Findungsphase. Da guckt der Markt gerne mal nach oben, da guckt der Markt gerne mal nach unten und das hatten wir jetzt hier im DAX. Da waren wir zwar kurz vorher, muss ich selber mal kurz gucken, bevor ich hier was Falsches sage. Ja, das ist die Eröffnungskerze. Also, wir hatten kurz vor der Eröffnung hier nochmal diese Tiefs aus der Nachtsession rausgeholt, sind dann direkt mit der US-Eröffnung hier relativ zügig nach oben gelaufen. Aber man hat hier Zeit. Ja, jetzt habe ich aktuell schon so erstmal so ein bisschen auf dem Schirm, vielleicht hier die Long-Seite wieder zu handeln. Aber wir haben erstmal zum Schlusskurs eine ganze Menge Luft noch. Das sind noch knapp 20 Punkte. Ja. Also da kann man eben schon jetzt erstmal noch überlegen, ob wirklich hier der Markt hochläuft, dann vielleicht nochmal konsolidiert, um dann eben die Long-Seite zu handeln, abwarten. Wenn er so direkt durchschießt nach oben, dann hat man immer Pech gehabt. Ja. Weil jetzt hier direkt einsteigen im S&P in der Eröffnungsphase im Bereich ja 28,35, dann müsste der Stop hier unter dem Nacht-Session-Tief liegen. Das sind 28, das sind 7 Punkte. Das ist mir zu viel für den S&P. Ich halte mich aktuell, wenn man sich hier mal an einem 5-Minuten-Chart orientiert, ziehe ich das mal runter, und hier so ein bisschen sich mal auf die ATR schaut, dann sieht man, dass man sich hier im Bereich ungefähr 2 Punkte ist die ATR Pi mal Daumen. Das sieht man dann auch am gestrigen Tag. Sagen wir mal gucken. Ja, dass wir hier zwar auch mal auf 3 gehen. Also der Stop aktuell im S&P, meine Stopgrößen liegen zwischen 2,5 und 3,5 Punkten so ungefähr. Ja. 5 Punkte oder 6 Punkte ist mir einfach zu viel. Und das ist auch hier kontrolliert an der ATR, wäre es dann ja schon doppelte ATR, wenn man das als Richtwert immer nimmt. Aber mir persönlich ist es zu viel. Vielleicht kann man auch sagen, okay, wenn die Schwankung jetzt noch mehr zunimmt, dass man eben dann auf 4 auch mal im Maximum von den Punkten her geht. Aber eigentlich möchte ich das aktuell noch nicht, sondern ich suche mir Situationen. Entschuldigung fürs Hin- und Herklicken immer. Ich suche mir Situationen, wo ich eben dann ein halbwegs vernünftiges Chance-Risiko habe und dann eben auch charttechnisch irgendwo einen richtigen Punkt, der dann auch von der Größe her hinhaut. Als Überlegung, der S&P, der gibt jetzt vielleicht wieder in dieses Niveau hier nach, zieht dann wieder ab nach oben und dann hat man hier mit so einem Triggerkonzept, was ich vorhin ja schon mal kurz erklärt habe, sag ich mal kurz, dass man dann hier, nachdem der Markt wieder anzieht nach oben an dem Unterstützungsniveau, vielleicht in diesem Bereich hier in den Markt reinkommt, um dann, zeichne ich auch mal, um dann hier dieses dann gemachte Tief, was hier irgendwo liegt, dann gegebenenfalls als Stop zu nutzen. Ja, das ist zwar nicht die beste Lösung, aber hier unten ist der Stop für diese Situation dann einfach auch zu weit weg. Man hat zwar Richtung Gap Close noch viel, viel, viel Platz, aber es kann ja auch durchaus sein, und das würde ich für diese Situation als erstes kleines Ziel wählen, machen wir es mal grün an, dass der Markt eben nicht bis hier oben move, sondern eben erstmal nur so ein bisschen reagiert, hier vielleicht über diese Nacht-Session hier diese Hochs hier so ein bisschen rausholt, nur in diesem Bereich läuft und dann eben vielleicht wieder nach unten abzieht oder erstmal wieder zurück in dieses Niveau läuft. Ja, also das muss ja nicht direkt hier oben durchgehen. Somit ist das Risiko dann, das wäre so das Szenario, was ideal wäre. Das Risiko nach hier unten ist mir persönlich aktuell zu hoch. Sollte der Markt allerdings hier so ein bisschen weiter nach unten pushen, ja, hier in diese Richtung, in Richtung Eröffnungskurs, vielleicht leicht drunter, noch ein Müh drunter, vielleicht so, ja, und dann anziehen in Richtung Eröffnungskurs und dass man dann im Bereich des Eröffnungskurses hier gegebenenfalls den Einstieg bekommt. Ja, dann wäre es, da können wir jetzt mal gucken, einfach mal das im Hinterkopf behalten, das löscht sich jetzt wieder raus. Ja, wenn ich jetzt eben schaue, Eröffnungskursniveau ist dann der Bereich um die Marke 31
Und hier unten sind wir dann bei 28. Dann haben wir unsere 3 Punkte Risiko, Pi mal Daumen, vielleicht einen Hauch mehr. Das wäre dann ein denkbares Szenario für die Long-Seite. Ja? Schauen wir erstmal, wie sich hier der Markt verhält. Dow Jones, ich würde sogar vielleicht die Long-Seite mit einem ähnlichen Hintergedanken im Dow Jones handeln und nicht im S&P. Weil, wie gesagt, die Abwärtsseite würde ich im S&P handeln, die Aufwärtsseite gegebenenfalls im Dow Jones, weil der so ein bisschen stärker ist. Sieht man jetzt auch, die Nachtsession wurde hier, diese Nachttiefs wurden im Dow Jones eben nicht nach unten gebrochen. Im S&P hat er diese Tiefs hier nochmal rausgeholt. Ist ein Zeichen von minimal mehr Schwäche, ja. Und das sind immer so kleine Sachen, wo ich mich dann entscheide, okay, ich handle dann lieber auf diesem Markt und also für die Long-Seite und auf dem anderen Markt dann entsprechend gegebenenfalls, wenn ich irgendwo ein Abwärtsszenario jetzt dann noch entwickle, wo man jetzt erstmal schauen muss, würde ich jetzt hier einen Durchbruch handeln, als Frage vielleicht, die sich da ergibt, müsste man jetzt mal gucken. Dass man jetzt sagt, okay, was ich jetzt für die DAX-Überlegung vorhin im Hinterkopf hatte, dass eben auch die US-Indizes dann hier vielleicht nach unten nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen, dass man sagt, okay, man handelt hier den Durchbruch durch dieses gemachte Tief hier unten, beziehungsweise vielleicht dann auch durch die aktuellen Hauptsession-Tagestiefs, die knapp darüber liegen, würde ich wahrscheinlich erstmal nicht machen. Zum einen, man bekommt ein schlechtes, wahrscheinlich einen schlechten Stopppunkt und eben Durchbrüche handle ich eh relativ wenig und noch weniger, wenn eben der Markt schon so weit gelaufen ist, dann warte ich lieber ab, dass der Markt hier vielleicht steigt, vielleicht die Kraft gar nicht hat, in Richtung Schlusskurs zu laufen, sondern vorher wieder nach unten abdreht, um dann nochmal die Abwärtsseite zu spielen, ähnlich wie ich es dann vorhin im DAX gemacht habe, ja, dass man so ein Setup, so eine Situation dann nochmal abwartet. Schauen wir mal hier. Ja, und jetzt haben wir hier genau den Klassiker, also diese Abwärtsbewegung hier im DAX, die war zwar erstmal, sah sie schlimm aus, ne, dann holte der Markt aber auch wieder zurück und lief jetzt schon wieder ins Eröffnungsniveau. Und wenn wir jetzt hier, wir wissen ja nicht, also wenn, dann hätte ich zwar mit dem Stop wahrscheinlich leicht über dem Eröffnungsniveau gelegen, aber hätte auch durchaus sein können, dass wir leicht darunter liegen. Dann wären wir hier mit noch weniger Profit aus der Position rausgeflogen. Also man muss sich halt dann irgendwann für was entscheiden und somit fiel ja hier meine Entscheidung, diesen Profit dort mitzunehmen, dann eben dort. So. Gibt es von eurer Seite noch Fragen vielleicht zu Märkten oder habt ihr vielleicht Situationen, die ihr gerne handeln wollen würdet, die wir dann zusammen mal einschätzen können und mal draufschauen? Euro-US-Dollar kommt jetzt hier wieder zurück. Wir hatten jetzt mal kurz vielleicht den Euro-US-Dollar noch mal ein bisschen anzuschauen. Ich hatte ja vorhin den Euro-US-Dollar mal antizyklisch auf der Abwärtsseite. Ich hatte ja prinzipiell gesagt, okay, heute früh, da waren wir noch hier unten, wenn der Markt eben über dieses Hoch kommt, hier Long-Seite interessant. Ja. Dann hatte ich prinzipiell angenommen, kann ich nochmal kurz einzeichnen, das war so meine Überlegung, dass der Markt eben hier an dieses Ausbruchsniveau nochmal zurückläuft. Das war der Gedanke auch für diesen antizyklischen Short-Trade. Das hat er dann nicht ganz getan. Hier unten in diesem Bereich hätte ich diese Short-Position höchstwahrscheinlich gecovert und höchstwahrscheinlich, so war eigentlich auch der Gedanke, den Markt dann hier erneut auf der Long-Seite dann direkt zu kriegen. Ich gehe dann zwar aus einer Position erst raus, also drehe nicht sofort die Position, sondern in den meisten Fällen schließe ich erstmal eine Position, warte nochmal kurz ab, um dann hier den Markt auf der Long-Seite zu nehmen. Ein ähnliches Bild würde ich jetzt abwarten wollen. Also, dass der Euro-US-Dollar hier nochmal so ein bisschen Schwäche zeigt, nochmal vielleicht wenigstens an diese Tiefs hier aus der Mittagssession ran, vielleicht dann auch nochmal auf dieses Ausbruchsniveau und den Markt dann mit einem schönen Chance-Risiko-Verhältnis, also hier runter, ja, und dann den Markt nach oben zu handeln. Müsste man gucken, der Stop hier unten, der wird wahrscheinlich wieder zu weit weg sein. Muss man gucken, ob man hier dazwischen dann irgendwo einen Stop findet oder wieder der Klassiker abwarten, dass der Markt hier so ein bisschen anfängt anzuziehen, ein bisschen später rein, um dann eben den Stopppunkt im Bereich des dann gemachten Tiefs hier irgendwo zu haben. Ja, Klassiker ähnlich wie eben schon gezeigt. Ja, gut, aber warten wir da erstmal ab. Ich würde jetzt hier oben auf der Long-Seite nichts machen. Ja, mal schauen. Also da, wie gesagt, ein bisschen im Hinterkopf habe ich antizyklisch nochmal vielleicht die Short-Seite, aber weil er baut ein neues Hoch aus, zeigt wieder Schwäche. So richtig Kraft scheint er in diesem Bereich hier oben nicht zu haben. Aber das ist dann wieder antizyklisch und das hat einmal schon nicht wirklich funktioniert.
Heute warte ich da lieber nochmal ab. Gucken wir nochmal aufs Gold. Da hatten wir ja den Test dann hier, dieses Bereichs hier auf dem 5-Minuten-Chart. Also der Ausbruch, dann nochmal den Test. Also hier wäre schon definitiv eine Überlegung auf der Long-Seite dann auch nochmal gewesen. Sind jetzt hier, hatte ich auch noch nicht angepasst, können wir gleich nochmal machen. Kurz schauen. Hier unten ist die 8 Uhr Eröffnung. Also man kann natürlich, das ist jetzt hier irgendwo, man kann sich natürlich in den Märkten Gold, Euro, US-Dollar und so weiter, also die Märkte, die prinzipiell durchlaufen. Man kann sich natürlich jetzt hier darüber streiten, wo jetzt hier wirklich ein Eröffnungskurs ist. Ja, in dem Sinne haben die Märkte x verschiedene Eröffnungskurse und zwar immer von den verschiedenen Handelssessions. Ja, und gerade Gold sieht man ja unten auch im Volumen. Das ist schon sehr, sehr stark verteilt über die Stunden. Auch teilweise in der Nacht gibt es hier eben voluminöse, volatile Bewegungen. Also da, ich gehe einfach auch im Gold, schaue mir an, okay, 8 Uhr Eröffnungskurs und nehme den so ein bisschen als Referenz für mich. Und dann ist eben der Schlusskurs dann eben auch gestern um 22 Uhr war dann der Kurs hier unten. Also muss man dann hier, na, das ist dann hier der Schlusskurs von gestern. Und da sind wir dann eben erstmal rangelaufen und jetzt sind wir eben über dem Schlusskurs, über dem Eröffnungskurs. Also haben hier eben schon eine Long-Tendenz. Und es war ja im Prinzip die Überlegung im Gold, wenn wir über diesen Bereich kommen, hier eben gegebenenfalls zu kaufen. Also würde ich jetzt nach wie vor mal gucken, wenn der hier nochmal zurückkommt, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, hier vielleicht diese Long-Seite zu spielen. Oder wenn wir jetzt unter diese Tagestiefs hier oder die nicht die Tagestiefs, sondern unter diesen Tiefkurs hier laufen, dann vielleicht auch nochmal die Abwärtsseite zu handeln, weil dann könnte es sein, dass diese Kernabwärtsbewegung hier, diese Konsolidierung vielleicht sich noch ein Stück weiter führt. Also müsste man mal gucken. Beide Seiten jetzt hier auch erstmal denkbar. So. Jetzt haben wir hier die, jetzt haben wir das so ein bisschen verquatscht. Muss mal kurz gucken. Also hier sind wir jetzt, was ich eben gesagt habe, wir sind an den Märkten hier in dem Niveau. Da warte ich mal jetzt noch kurz ab, ein bisschen gucken. Hier würde ich jetzt noch einen Trigger abwarten, ja, wenn der jetzt, es kann natürlich sein, dass der jetzt nach unten durchfeuert hier. DAX baut auch nach unten Fahrt auf. Sind wir schon unter dem Eröffnungskurs im US-Dollar, im Dow Jones und auch im S&P. Also es sieht jetzt erstmal mit Druck nach unten aus. Mal gucken, wie er mit den Tiefs hier umgeht. Also jetzt ist erstmal diese Long-Idee am Eröffnungskurs erstmal hinüber. Ja, weil hier eben der Markt scheinbar so ein bisschen Gas ab aufbaut nach unten. Da switchen wir jetzt wieder so ein bisschen, ja, auf die Abwärtsseite. Gucken, ob der Druck nach unten hier unter den Tiefs dann eben auch Bestand hat oder dann wieder anzieht. Dann wird eben der Eröffnungskurs wieder interessant, dann vielleicht wieder zu kaufen. Aktuell erstmal wieder so ein bisschen zur Seitenlinie gucken, baut hier der Markt Druck nach unten auf. Das wäre dann das Szenario, was ich hier im DAX eben ganz gerne sehen wollte, dass eben der Markt nicht so stark hier sich nochmal erholt, sondern auf dem Niveau hier unten verharrt und dann eben mit den US-Indizes eventuell da unten wegbricht. Schauen wir mal. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Moment. Hier kommt nochmal die Frage nach diesem Scale-out. Das können wir nochmal kurz besprechen. Da können wir den Märkten hier nochmal 5 bis 10 Minuten Luft lassen. Und ich versuche nochmal dieses Setup mit diesem Scale-out zu erklären. Moment. Kurz gucken, wie jetzt der Markt mit der Eröffnung hier umgeht. Hier sind wir noch drunter. Hier laufen wir jetzt dann ran.
Warten wir erstmal ab. Also wir haben es jetzt gerade mal 13 Minuten, nee, 18 Minuten, dass der Markt läuft. Wir gucken mal, was sich hier jetzt ereignet. Also aggressiv würde ich jetzt vielleicht selbst hier mal mit einer kleineren Positionsgröße darauf spekulieren, dass der Bruch nach unten kommt. Relativ enger Stop. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr aggressive Überlegung. Die kann schnell schief gehen. Also da muss man dann wirklich mit kleinen Risiken rangehen. Ich will noch mal kurz erklären, vielleicht nehme ich dazu mal, muss ich mal kurz überlegen, wie kann ich das dann zeichnen am besten. Geht natürlich nicht so richtig. Also ich versuche es mal mit Worten. Also man steigt ja prinzipiell mit einer Positionsgröße XY ein. Ja? Ich sage jetzt mal vier Kontrakte, ja, oder vier CFDs oder eben vier Lots. Ja. Und man hat dann entsprechend ja diese Lotgröße anhand seines Risikos berechnet, also was kann ich mir leisten, auch an Stop und so weiter, dass das eben zu meinem Konto passt. Ja. So, jetzt fängt der Trade, ich kann das im DAX ja nochmal kurz zeigen. Moment. Wir hatten das heute früh, zeige das mal. Wann war das jetzt hier? Das war, nee, das war ja die Nachtsession. Nachtsession, Moment, Moment, Moment. 7 Uhr. Wo war denn das jetzt hier? Hier. Ja. Wir hatten uns ja dann hier entschieden, nachdem der Markt hier kurz den Bereich getestet hatte und dann eben nach unten so ein bisschen hier zeigt, okay, ich könnte sein, dass der Markt nach unten läuft, hatten wir uns entschieden, in diesem Bereich dann unsere Position einzugehen. Gehen wir jetzt mal von vier Lots aus. Jetzt sind wir hier mit vier Lots im Markt, haben unseren Stop hier drüber. Jetzt ist, bevor der Markt oder bevor mein Stop dann nicht irgendwann anhand des Trade-Verlaufes in Richtung meines Einstiegskurses läuft, habe ich erstmal primär im Hinterkopf, dass ich mein Risiko sinnvoll, natürlich sinnvoll, sukzessive reduzieren möchte. Weil umso länger ein Trade nicht läuft, wie ich mir es vorstelle, umso unwahrscheinlicher wird es oft, dass dieser Trade sich wirklich richtig gut entwickelt. Ja, weil die besten Trades, wenn man sich die anschaut, die laufen oft relativ zügig los, sind gar nicht großartig im Verlust und laufen relativ zügig in die Richtung, wie man sie dann auch sehen möchte. Somit habe ich mir über die Zeit angewöhnt, wenn der Markt eben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich dann anfange, mein Risiko zu reduzieren. Das kann natürlich zum einen passieren, indem ich den anfänglichen Stop, der hier oben liegt, einfach nach unten in Richtung des Kurses nachziehe. Ja, das ist eine Option. Das ist aber oft in vielen Fällen ein bisschen zu aggressiv. Somit entscheide ich mich dann, eben meinen Stop zu teilen. Ich sage dann, okay, zwei Lots oder zwei CFDs oder wie auch immer. Mit zwei CFDs werde ich dann etwas aggressiver. Ziehe den dann zum Beispiel hier auf dieses Hoch nach, dann bin ich halt viel dichter dran und der Rest meiner Position bleibt dann noch hier oben. Das ist so ein Mix aus aggressiv und defensiv. Ja. Was dann eben passiert ist, dass ich, wenn es eben nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann fliege ich hier mit der Hälfte meiner Position raus. Realisiere in dem Moment natürlich einen kleinen Verlust, aber einen verhältnismäßig kleinen. In dem Fall hatten wir so ein bisschen Glück. Wir sind hier noch drin geblieben und der Markt lief dann irgendwann, sodass ich diesen zweiten Stop, der hier drüber noch lag, dann auch irgendwann auf das gleiche Niveau runtergezogen hatte. Das war dann hier oben. Also man hätte hier auch durchaus sagen können, man zieht den Stop dann auf Break-Even nach. Dann hätte man mit der zweiten Positionsgröße gar nichts mehr verloren, mit der ersten minimal. Und ich habe dann eben erfolgreich mein Risiko reduziert. Ja, und der Trade lief halt unterm Strich, lief er dann auch nach oben weiter weg, also hätte auch unseren Initial Stop hier dann gerissen und lief halt nicht so. Ne? Kleines Risiko und es wird eben noch kleiner, wenn ich dann anfange, meine Position so ein bisschen zu teilen. Das mache ich auch nicht zwingend immer. Ja, dann muss wirklich der Markt dann schon ein paar Minuten oder eben je nachdem, das ist mal nach 10 Minuten, mal nach einer halben Stunde. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, zu welcher Uhrzeit befinde ich mich aktuell und so weiter, welcher Markt ist es. Manch Märkten muss man einfach ein bisschen mehr Raum lassen. Dann auch so ein bisschen abhängig, ob ich prozyklisch oder antizyklisch unterwegs bin. Und so variiert dann dort dieses Stop-Management. Aber der Kerngedanke dahinter ist, dass ich versuche, bestmöglich mein Risiko klein zu halten. Ja, dass wenn ich wie heute,
wie gesagt, das ist so ein eigentlich klassisches Beispiel. Sowas kriegt man oft hinproduziert, ja. Selbst wenn ich jetzt hier von so ein Dingern noch zwei, drei gehabt hätte, ja, wäre ich ja trotzdem unterm Strich noch im Gewinn. Und mal gucken, ob man jetzt eben hier vielleicht auch noch bei der Übertragung oder dann eben auch im Laufe des Tages hier nochmal irgendwo einen interessanten Trade hinbekommt, um eben hier vielleicht in den US-Märkten nochmal ein bisschen Gas zu geben. Gucken wir mal, was hier passiert. Also wir sind jetzt hier im S&P gerade am nächsten Unterstützungsniveau dran. Schauen wir mal auf dem großen Bild. Also er ist jetzt kurz vor diesem Ausbruch, müssen wir mal gucken. Also ob jetzt hier wirklich der Bruch nach unten in das nächste Unterstützungslevel hier kommt oder ob wir nach oben nochmal wegziehen, noch habe ich da nicht so richtig die Idee. Dow Jones, also wir sollten jetzt im Dow Jones, um den zu kaufen, war ja der Markt, den ich dann eben lieber kaufen wollen würde, erstmal wieder über Eröffnungskurs laufen, um dann hier oben irgendwo zu gucken, ob man den auf der Long-Seite bekommt. Ja, und dann einfach wirklich Ziel, dass der Markt wenigstens in den 300er-Bereich läuft. Das ist dann hier so der Bereich. Ja, und jetzt sind wir ja gerade noch unter 200. Also da ist schon noch Puffer, beziehungsweise in die 380, in den 380er-Schlusskursbereich von gestern läuft. Da hat man dann einfach 180 oder 200 Punkte Puffer nach oben. Wenn der so einen Run macht, was nicht unwahrscheinlich ist, und man hier dann eben ein Risiko von vernünftig irgendwie von 20, 25 Punkten hinkriegt. Wenn es schief läuft, dann aber im Idealfall von diesen 25 Punkten, die nicht mal in Gänze verliert, sondern vielleicht nur 15 oder 20, also wirklich da auch nochmal dann geschafft hat, im negativen Fall sein Risiko rauszunehmen, und im positiven Fall aber dann eben eine Chance von 100, 150 Punkten zu haben, dann hat man eben hier durchaus den nächsten guten Trade, auf der Uhr. Und dafür sollte man aber so ein bisschen abwarten dann, ne? Die Frage ist jetzt hier, in welchen Szenarien ich dann anfange, darüber nachzudenken, zu pyramidisieren. Im Normalfall war keiner der heutigen Trades ein Trade, wo ich darüber nachdenke, zu pyramidisieren. Weil einfach die Uhrzeit nicht passt oder generell auch die Trades dann nicht so anlaufen, wie ich mir das vorstelle. Wenn Trades gut anlaufen, wenn sie prozyklisch sind, antizyklisch auch manchmal, aber meistens im prozyklischen Szenario, und ich dann auch noch entsprechend meine Ziele realistisch in einem gesunden Abstand habe, also da auch noch Platz ist, dann bin ich auch mal gewillt, dann auf so eine Trades eben noch eine Schippe draufzupacken und manchmal auch noch eine zweite Schippe draufzupacken. Ich sage mal, von 100 Trades pyramidisiere ich vielleicht 5. Ja, aber es gibt auch Phasen, wo ich 300, 400 Trades mache und gar nicht pyramidisiere, weil zum einen diese Pyramide davon abhängt, was der Markt sagt, wie Positionen laufen, aber zum anderen auch damit zusammenhängt, wie meine aktuelle Kapitalkurve dasteht. Bin ich in einer Drawdown-Phase oder bin ich gerade von meiner Kapitalkurve wieder auf dem Weg zu neuen Höhen oder bin ich vielleicht auf neuen Höhen meiner Kapitalkurve? Weil eine Pyramide bedeutet ja auch immer, dass ich einen schon erreichten Buchgewinn erstmal bis zum gewissen Grad wieder riskiere. Das macht natürlich Sinn, wenn alles gut ist, aber wenn ich gerade in einem Drawdown bin von meiner Kapitalkurve, dann möchte ich ein bisschen defensiver handeln, um dann eben auch meinen Buchgewinn vielleicht bis zum gewissen Grad schon mal abzusichern. Das macht der Mann. Jetzt kommt hier der Bruch nach unten. Ja, also würde ich jetzt erstmal abwarten. Wenn der jetzt nach unten wegpfeift, wie gesagt, jetzt, wenn man redet, da müsste man sich jetzt denn doch stark konzentrieren, weil der ist so ein bisschen Druck hat er nach unten, aber wie man sieht, so richtig will er nicht. Da müsste man jetzt wirklich ganz genau überlegen, wenn man den Markt jetzt hier shortet, dass man den richtigen Punkt abwartet und guckt, okay, jetzt ist der richtige Moment, da gibt es jetzt erstmal nichts. Ich würde jetzt erstmal noch abwarten. Ist jetzt auch 57 und ein paar Minuten bis 16 Uhr. Also warten wir hier nochmal ab. Führen wir nochmal diese Pyramidengeschichte weiter aus. Also wenn diese ganzen Parameter passen und dann, wie gesagt, auch die Kapitalkurve halbwegs akzeptabel dasteht, dann denke ich über Pyramiden nach, die dann natürlich auch ein Riesenpotenzial auf einen richtig schönen großen Gewinn haben. Aber da muss eben so einiges stimmen.
Ansonsten hat man ja auch ohne Pyramiden eine realistische Chance auf interessante Gewinne. Und ja, richtig, im Verlust baue ich meine Position definitiv nicht aus. Es gibt Herangehensweisen, die es oder wo es wirklich irgendwo oder nicht Grundvoraussetzung, aber es gibt, ich kenne auch Trader, die eben im Verlust pyramidisieren. Das haut auch in vielen Situationen oft hin, aber die haben eben auch Trades dabei, weil dann auch ihre Stops entsprechend viel, viel weiter weg sind. Und wenn dort eben ein Verlusttrade auftritt, dann sind die in der Regel sehr, sehr groß im Verhältnis dann auch zu oft eben potenziellen Gewinnmöglichkeiten. Und somit ist das nicht das, wo ich mich drin tummeln möchte. Und das ist in der Tat auch sehr, sehr gefährlich, eben im Verlust zu pyramidisieren, weil einfach dann nicht nur die Theorie zum Tragen kommt, sondern auch die Praxis. Und wenn man da dann schon riesen Buchverluste auf der Uhr hat und man dann irgendwann die Nerven verliert und dann rausgeht aus diesen Positionen oder auch gezwungen ist rauszugehen, wenn ich natürlich riesen Verluste auf der Uhr habe, in so einem Szenario möchte ich mich erst gar nicht begeben. Ich fühle mich wohl, hier mit so mit den Risiken, da mein Risiko zu kontrollieren und dann eben, wenn der Markt für mich läuft, ich im Plus bin, dann auch relativ entspannt die Position laufen lassen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich vorsichtig. Und ich habe auch kein Problem jetzt hier in solch Situationen, dann eben solch Märkte so ein bisschen erstmal laufen zu lassen und zu gucken, was passiert. Ja, vielleicht wäre ich hier auf der Short-Seite schon irgendwo mal bei so einem antizipierten Durchbruch dabei, dann bin ich aber auch in dem Trade dann etwas aggressiver mit meinem Stop. Wenn so eine Trades laufen, dann können die auch mal einen richtig guten Profit abwerfen. Wenn die allerdings nicht laufen, können die auch sehr schnell und das innerhalb von einer halben Minute manchmal direkt in den Stop reinrennen. Ja? Und dann muss man eben das auch dann von der mentalen Seite her relativ locker wegstecken können, beziehungsweise darf das Risiko dann nicht entsprechend so groß sein, dass es dann wehtut. Ja? Gut, gibt es noch Fragen von eurer Seite? Schauen wir mal hier, was noch die Märkte bringen. Haben wir auf den Euro geschaut. Der hängt da oben noch fest. Gold kommt jetzt noch mal zurück ein bisschen hier. Gucken wir mal. Gucken wir mal, hier wäre vielleicht eine Überlegung, jetzt eben das Gold dann nochmal zu kaufen, wenn er nicht sofort wieder wegrennt. Haben wir mal auf dem Schirm. Muss ich mir mal kurz hier auf den Zettel schreiben. Moment, dass ich jetzt vom Reden hier, wenn wir wieder auf einen anderen Markt switchen, dann die Setups nicht vergesse. So, schauen wir mal, wie sich der Markt jetzt hier verhält an diesem Niveau um die Marke von 45 knapp darunter. Ja. Wäre vielleicht eine Überlegung, dass man den Stop dann hier drunter packt. Ja, mal gucken. DAX guckt, ja, also gut, selbst auf dem 5-Minuten-Chart, das sieht jetzt hier auch so ein bisschen nicht so schön aus. Ne? Also da bin ich froh, dass ich in dem Trade nicht mehr drin bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil so eine nervenaufreibende Situation hier, runter, hoch, runter, hoch, da möchte man nicht im Markt sein. Da bin ich schon, nervt mich fast schon, so eine Sachen dann eben von der Außenlinie aus zu betrachten. Ja? Wenn ich jetzt nicht im Webinar wäre mit euch und eben auf die Märkte schaue, würde ich jetzt höchstwahrscheinlich erstmal 10 Minuten oder eine Viertelstunde in die Küche gehen, mir einen Kaffee machen, mal kurz rausgehen, einfach mal kurz vom Markt wegkommen, und dann gucken, welches Bild sich ergibt. Ja, und dann oft kommt man mit ein bisschen kurz resetteten Gedanken zurück und ansonsten ist man natürlich immer gewillt, jetzt hier irgendwo
Action und Handlung zu zeigen. Ja, und auch wenn ich eben dann alleine am Markt sitze, früher war es so, man hat dann eben wie ein Geier auf den Markt geschaut. Ja, da muss doch jetzt irgendwo ein Setup sein, was ich handeln kann. Und dann fängt man an reinzuspringen. Am besten dann noch auf dem Minutenchart hier und jede noch so kleine Bewegung, die irgendwie auf einmal nach einer Momentumbewegung aussieht, hier reinzuspringen, dann sinnlose Stops reinzupacken und ruckzuck hat man drei, vier Trades produziert, drei, vier Verlusttrades produziert, die definitiv nicht hätten sein müssen. Und wenn wir hier hin und her laufen, was will man hier machen? Ja, also wartet man mal ab. Es gibt Trader, und das ist schon, statt wenn man die Statistik betrachtet und man sagt, man zieht den Stop nach, zum Beispiel auf Break-Even, dass es statistisch eben den Gewinn reduziert. Man muss so ein bisschen die Mathematik und die Statistik auch so ein bisschen mit der Psychologie in Einklang bringen. Sicherlich ist es besser, wenn ich zum Beispiel meinen Stop nicht aggressiver nachziehe. Sicherlich sollte man einen Stop haben. Ich denke, da geht jeder d'accord mit dieser Herangehensweise. Aber dass man eben den Stop dann eben ein bisschen länger auf diesem Niveau lässt, wo man ihn charttechnisch dann vielleicht eben für sinnvoll erachtet. Für mich hat es sich aber herauskristallisiert und definitiv leidet meine Trefferquote bis zum gewissen Grad darunter, dass ich meinen Stop teilweise etwas aggressiver nachziehe. Ich verliere einfach dreimal hintereinander dann vielleicht, ich sage jetzt mal 5 Punkte, als eben im Normalfall dann einmal 15, weil eben der Stop noch auf einem gewissen Level bleibt. Ja. Für mich ist es rein von der psychologischen Seite her, hat sich es als richtige Entscheidung erwiesen, dass ich eben damit besser klarkomme, diese Stops dann entsprechend, wie gesagt, in manchen Märkten geht das schneller, in manchen Märkten dauert das länger, wie ich den Stop nachziehe, auch abhängig der Situation. Aber hat es sich als gut erwiesen und ich komme mit diesem Stil des Tradens sehr, sehr gut klar, dass ich eben versuche, wirklich etwas aggressiver meine Verluste klein zu halten. Und ich aber auf der anderen Seite mit meinem Trading-Stil es trotzdem schaffe, auch wenn ich eben dann öfter aus so Positionen rausfliege, dann trotzdem große Gewinner zu produzieren. Ja, und das schaffe ich eben auch trotz alledem, ich dann eben den Stop relativ eng oft nachziehe. Und man darf die Mathematik beziehungsweise die statistischen Berechnungsmodelle darf man nicht zu sehr auf den Markt projizieren, ja, weil der Markt dann doch immer noch mal in Nuancen anders läuft, beziehungsweise man selbst auch anders tickt. Und das ist ja eigentlich noch der viel, viel wichtigere Punkt, dass man selber erstmal das alles immer verkraften muss, ja, die Gewinne, die Verluste, dann auch die Herangehensweisen und beziehungsweise dann eben die Nerven unter Kontrolle haben muss. Und da fühle ich mich einfach mit dieser Art des Tradings relativ wohl und man findet eben oft wöchentlich, also muss man schon sagen, dass eben meistens in der Woche eben schon zwei, drei, vier richtig gute Trades dabei sind, die einem da schon helfen, nach vorne zu kommen. Auch wenn man eben mal 5, 6, 7, 8, manchmal auch 10 Trades hintereinander eben kleinere Verluste einfährt oder eben auch mal den Initial Stop da um die Ohren bekommt. Das ist dann definitiv durchaus denkbar und das verkrafte ich dann aber auch. So, jetzt kommen wir hier nach unten. Das war das, was ich vorhin dann erwähnt hatte im DAX, dass das eben durchaus möglich ist, dass wir runterkommen. Mal schauen, ob man jetzt hier noch mal irgendwo dann eine Situation findet. Welcher Orderzusatz, OCO, Trailing etc. unterstützt, also was ich da nutze? OCO bedeutet da one cancel the other, also dass ich ein Limit, ein Gewinnlimit dann mit einem Stop verknüpfe und so weiter. Also das nutze ich schon ab und zu mal. Das ist ja bei MetaTrader automatisch, wenn man jetzt hier für eine Order dann entsprechend einen Stop und einen Take Profit einstellt, dann ist es ja automatisch OCO. Also wenn dann der Take Profit ausgelöst wird, dass automatisch der Stop gelöscht wird. In anderen Plattformen muss man das zusätzlich einstellen pro Trade. Also das nutze ich dann natürlich schon.
So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Trailing-Stop nutze ich in der Regel keinen Automatismus, sondern mache es händisch. Und ja, also das sind die zwei Fragen. Also das, was ich hier im DAX dann eben auch auf der Abwärtsseite gezeigt habe, ich ziehe den Stop dann schon händisch nach. Also ich hatte auch eine Zeit lang mal einen Automatismus laufen, wo man dann automatisch eingestellt hat, okay, wenn ich in einem Trade drin bin, dann nutze Trailing Stop XY oder man kann eben auch Trailing Stops in vielen Chart-Software oder Order-Plattformen einstellen, die dann aber meistens starr sind. Also die ziehen sich dann automatisch 10 Ticks, 10 Pips, 10 Punkte, was auch immer, dann automatisch hinter der Position hinterher. Man kann das auch auf 20 oder 30 stellen, aber das ist dann eben wieder sehr, sehr starr. Es gibt auch Trailing-Systeme, die zum Beispiel einen Supertrend, der eben abhängig der aktuellen Schwankungsbreite agiert und somit manchmal ein bisschen weiter weg ist von der Position, manchmal etwas näher. Diesen Supertrend hatte ich dann auch als Trailing-Stop genutzt. Nutzt den auch für optische Unterstützung teilweise noch. Aber das ist jetzt für mich dann auch nicht die kriegsentscheidende Sache. Wir sind natürlich als Trader immer faul, auch ich bin faul und möchte für mich optisch natürlich so ein bisschen oder möchte optische Hilfsmittel oder mag das. Ja, aber keine generellen Indikatoren, aber für sowas nutze ich dann, also für Trailing Stops zum Beispiel, den Supertrend zum Beispiel. Bitte schön, jetzt kommt jemand, der sich gerade bedankt und gesagt hat, dass alle Fehler, die ich hier angesprochen habe, er dann auch gemacht hat und hat eben daraus gelernt, dass er weiß, dass er diese nicht machen soll. Super. Ja, also ich muss mal dazu sagen, ich bin mittlerweile ja fast 20 Jahre am Markt und habe hier, also gibt sehr, sehr wenige Tage, wo ich nicht auf den Markt schaue. Ja, gab sicherlich zwischendurch auch Phasen, auch Wochen, wo ich nicht gehandelt habe. Aber ich habe schon sehr, sehr viel gehandelt. Also ich habe das mal hochgerechnet. Das sind auf jeden Fall in der Summe mehr, also es ist eine fünfstellige Zahl an Trades, die ich in meinem Leben schon durchgeführt habe. Ja, und ich habe in den letzten 20 Jahren natürlich unzählige Stunden am Rechner gesessen und hier eben Märkte beobachtet und habe natürlich auch zu Beginn meiner Trading-Karriere alles an Trading-Fehlern gemacht, die man nur machen kann, ja. Und all das, was man eben rechts und links als Fehler immer liest, das klingt natürlich in der einfachen Formulierung auch immer ganz logisch, aber man sollte eben dann mal in den Kern eines Trading-Fehlers rein versuchen, sich rein zu versetzen und wirklich zu verstehen, was ist damit gemeint und wie kann man diesen Fehler dann gegebenenfalls nicht nur sein lassen, sondern wie kann man diesen Fehler im Idealfall ins Positive wandeln, dass ich eben gegebenenfalls sogar genau das Umgedrehte mache, und dass es für mich zum Vorteil wird, ja. Und also dieses klassische Overtrading, also dass man zu viel handelt, was ich gerade auf den kleinen Zeitfenstern im Minutenchart erklärt habe, genau das Gegenteil mache ich jetzt hier gerade. Ich warte einfach ab. Wo der ein oder andere schon wieder drei Einstiege gefunden hätte, warte ich jetzt einfach ab, weil der Markt, der macht, ist, da ist jetzt erstmal keine großartige Aussage hier. Ja? Weder im DAX, kann man nochmal auf die US-Märkte schauen, noch hier. Wir haben zwar natürlich, haben wir jetzt hier eine Abwärtstendenz, wir können auch weiter nach unten laufen, aber das ist alles unsauber. Ja? Druck nach unten sieht anders aus. Und somit bin ich nach wie vor jetzt nicht davon überzeugt, dass wir hier jetzt großartig weiter fallen. Wenn es der Fall ist, dann bin ich nicht dabei, aber verliere in dem Fall auch kein Geld. Nach wie vor habe ich jetzt so ein bisschen im Überblick, dass ich vielleicht die Aufwärtsseite handle, um hier eben den Kerntrend auf Tageschart, dass wir eben den Kerntrend hier irgendwo wieder aufnehmen. Und wir haben hier das nächste Unterstützungsniveau. Also rein charttechnisch sind diese zwei roten Kerzen auf dem Tageschart erstmal nichts Gravierendes, ja. Und selbst wenn wir vielleicht jetzt hier es erstmal nicht schaffen, neue Hochs wieder auszubauen, aber es ist durchaus möglich, wenn wir jetzt hier irgendwo die Unterstützung finden, der Markt erstmal nicht weiter fällt, dass wir wenigstens die Hälfte
der letzten roten Kerze hier auf Tagesbasis, also des heutigen Tages, erstmal nach oben wieder aufholen können. Und wenn wir das uns dann auf dem Stundenchart anschauen und uns hier eben dann diese letzte Kernbewegung anschauen, beziehungsweise auch die heutige Bewegung nach unten, dann ist es eben durchaus denkbar. Und das wäre jetzt für heute so erstmal, was ich vielleicht noch so ein bisschen jetzt anpeile, mal gucken, dass wir hier eben in den Bereich, wir müssen nicht mal zwingend das Gap schließen nach gestern, aber dass wir eben in den Bereich hier wieder zurücklaufen können. Und da haben wir jetzt hier im, müssen wir mal gucken, wir haben jetzt hier den Bereich 22, 28, 22 und wir haben dann hier den Bereich 28, 40, das sind so 18 Punkte, die eben dann als Chance dastehen und mal gucken, ob man da in die Richtung dann wenigstens handelt. Ja. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass oberhalb der 28er Marke erstmal generell das das Aufwärtsbild nach wie vor intakt ist und man hier durchaus dann eben nach der ein oder anderen Idee auf der Long-Seite noch Ausschau halten kann. Ja. Aber dafür muss jetzt einfach der Markt sich erstmal noch so ein bisschen erholen. Aktuell sind wir natürlich klar erstmal noch abwärts gerichtet. Auf dem 5-Minuten-Chart sehen wir jetzt hier so eine Folge fallender Hochs und fallender Tiefs. Ja, und jetzt sollte hier wenigstens kurzfristig mal so ein Anzeichen dafür kommen, dass wir hier gegebenenfalls das Tief gefunden haben und jetzt vielleicht hier uns wieder so ein bisschen erholen. Vorher warte ich hier erstmal noch ab. Die Frage ist, ob ich ein Trading-Tagebuch führe. Ja, führe ich. Zugegebenermaßen trage ich meine Trades manchmal erst am Wochenende ein. Manchmal eben auch während des Tradings hier direkt, aber manchmal hole ich dann den Rest am Wochenende nach und schreibe mir dann auch Fehler, die ich, und ich mache ja auch Fehler, also nach wie vor, ich hatte es vorhin, wer vielleicht nicht dabei war, dass ich es nochmal kurz zeige, so das letzte große Ding, was ich mir geleistet habe hier im Markt, es ist, das Positive ist, wenn man eben lange dabei ist, sollten trotzdem, wenn Fehler auftreten, sollten sie nicht viel Geld kosten. Ja, und ich hatte hier eben im Dow Jones das Glück, eben den hier in dem Bereich relativ gut auf der Abwärtsseite zu erwischen, war jetzt hier die ganze Fahrt nach unten dabei, habe mir aber fast den kompletten Gewinn dann auch wieder abnehmen lassen, weil ich hier doch ein bisschen zu gierig war und davon ausgegangen bin, dass so eine Bewegung, wie sie in den letzten 2 Tagen stattgefunden hat, dann schon an dieser Stelle stattfindet und der Markt in diesen roten Bereich läuft. Ich habe es mir, also eigentlich war es kein Fehler, weil man hat nichts verloren und man ist da im Prinzip auch von einer klaren Idee ausgegangen. Ich habe mir allerdings da zu viel abnehmen lassen. Also selbst wenn man diese Idee verfolgt, so wie ich sie dort verfolgt habe, hätte mein Stop schon etwas mehr im Gewinn sein müssen. Ja? Und wenn ich 300 Punkte vorne bin und am Ende nur 30 verdiene, dann ist einfach da, hätte man sich wenigstens 100 Punkte um die Drehe so wenigstens trotzdem absichern müssen. Und das habe ich mir zum Beispiel dann als Fehler dort notiert. Weitere Punkte ist ja, ich brauche ja ein Trading-Tagebuch, um eben auch zu wissen, wo stehe ich von meiner Kapitalkurve, nicht nur auf dem Kontostand zu gucken, sondern eben, wie verhält sich meine Kapitalkurve? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in meinem Trading, dass ich weiß, läuft aktuell das Trading auch in den verschiedenen Märkten, die unterteile ich dann nochmal so ein bisschen. Aber es gibt Phasen zum Beispiel, da läuft ein Markt gar nicht. Ja, man läuft vielleicht, trotzdem ist man im Gewinn, weil andere Märkte dafür besser laufen, aber ein Markt läuft vielleicht gerade nicht so. Das merkt man manchmal gar nicht so. Ja? Dass eben da ein Markt permanent Verluste produziert, der zwar durch andere Märkte eben permanent aufgeholt wird, aber wenn ich dann im Trading-Tagebuch sehe, okay, der Markt, der oder bestimmte Strategien funktionieren aktuell nicht, dann sollte man da eben versuchen, dann auch die Risiken rauszunehmen oder diese Strategie oder diesen Markt vielleicht erstmal gar nicht zu handeln, um hier dann eben auch noch seine Kapitalkurve dann dort noch ein bisschen besser dastehen zu lassen, auch wenn sie schon gut dasteht. Also ja, ein Trading-Tagebuch habe ich. Allerdings muss ich hier auch dazu sagen, dass ich 10, also hier steht jetzt, wenn man 10 bis 30 Trades am Tag macht, sehe ich es als schwierig an. Ich persönlich bin der Meinung, und das versuche ich dann auch in Coachings eben mit Leuten durchzusprechen, dass gerade am Anfang 10 bis 30 Trades am Tag extremst zu viel sind. Man sollte sich hier reduzieren und eben wirklich sagen, pass auf, am Tag
maximal 4 oder 5 Trades. Maximal. Um ihr eben das Gefühl für den Markt zu bekommen, beziehungsweise sich auch darin zu schulen, eben einfach nicht zu viel zu machen. Wenn ich von vornherein weiß, naja, ich kann ja am Tag 30 Trades durchladen, ja, dann kommt man eben auch oft dahin, dieses zu tun. Wenn ich aber sage, pass auf, ich habe nur 5 Versuche oder nur 4 Versuche, dann überlege ich mir doch bei bestimmten Situationen, wo ich schon von vornherein weiß, naja, eigentlich ist es nicht so ein schönes Bild, aber ich möchte eigentlich handeln, also tue ich's. Dann überlege ich mir doch dreimal, wenn ich danach dann nur noch, wenn ich den Versuch mache und dann nur noch 3 Versuche habe, dann kommt man ja schon automatisch dann vielleicht mal auf den Gedanken, dass man bestimmte Setups, die eben aus Langeweile dann teilweise vielleicht passieren, man erst gar nicht macht, sondern eben auf klarere Bilder wartet. Ist es sinnvoll, eine Gegenposition aufzubauen, um einen Verlust auszusitzen? Spreche ich gleich mal drüber. Wie viele Instrumente zum Traden empfehle ich? Über die Instrumente zum Traden hatten wir vorhin ja schon mal kurz gesprochen. Ich würde am Anfang empfehlen, also es ist ein Unterschied zwischen Märkten, die ich beobachte und analysiere, und Märkte, die ich wirklich dann aktiv handle. Analysieren kann man, und ich mache ja meine Kernanalyse fürs große Bild immer am Wochenende, gucke mir die Märkte an, analysiere natürlich die vergangene Woche, wie lief die Woche so, wo konnte man gut traden, welche Märkte liefen sauber, welche Märkte sind entsprechend volatil, so dass es Sinn macht. Dann selektiere ich ja dann auch schon für die kommende Woche so ein bisschen die Märkte, die gegebenenfalls interessant sind. Ja, Euro-US-Dollar kommt jetzt gerade so wieder langsam in den Bereich, wo man ihn handeln kann. Vorher war es wirklich, wo ich gesagt habe, nur der britische Pfund, sondern Euro-US-Dollar erstmal sein lassen. Und so kommt man dann erstmal so auf 3, 4 Märkte, die ich wirklich dann intensiver betrachte und dann vielleicht noch so mit dem rechten Auge nochmal 2, 3 Märkte weiterhin. Allerdings ist mein Auge mittlerweile auch relativ geschult darauf, eben Situationen relativ schnell einzufangen. Ich würde am Anfang empfehlen, dass man vielleicht 3 bis 4 Märkte analysiert und sich dann erstmal auf einen, maximal 2 konzentriert zum Handeln. Weil schon 2 Märkte und gleichzeitig handeln kann schnell zu Problemen führen. Und da würde ich am Anfang dann wirklich zum Handeln erstmal nur einen Markt empfehlen und versuchen erstmal da klarzukommen mit. Der sollte natürlich entsprechend also im Trend laufen, der sollte bestimmte Volatilitätskriterien erfüllen, aber dann reicht ein Markt aus. Ja, und dann kann man sukzessive dann irgendwann sagen, okay, 2 Märkte, 3 Märkte, 4 Märkte. Und selbst bei mir, wenn ich 3 oder 4 Märkte in 3 oder 4 Märkten Positionen offen habe und das im Daytrading und die permanent kontrolliert werden müssen, da ist schon Action und da dürfen dann halt auch keine Fehler passieren, ne? Dann Gegenpositionen aufzubauen, um einen Verlust auszusitzen. Im CFD-Bereich ist es ja möglich, dass ich im Prinzip eine Long-Position eingehe und dann etwas später eine Short-Position eingehe. Ja? Die fangen sich natürlich gegenseitig auf. Ja? Man nennt sowas auch Hedgen. Also ich hedge diese eine Position mit der anderen ab. Das macht insofern ja keinen Sinn, weil in der Zeit, was soll da passieren? Also wenn ich die andere Position eingehe, dann sitze ich zwar die eine Position aus vom Verlust her und vielleicht dreht die irgendwann mal einen Gewinn, aber dann ist die andere Position im Verlust. Und im CFD-Bereich geht das, da kann man Gegenpositionen aufbauen, im Future-Bereich geht es gar nicht, da müsste man dann 2 Konten handeln. Wenn ich einfach im Future-Bereich einen Markt kaufe und gehe die Gegenposition ein, dann cover ich die vorherige Position. Ja, wenn ich einen Kontrakt kaufe und verkaufe dann irgendwann später einen, bin ich auf Null. Und das Ergebnis unterm Strich ist aber im CFD nichts anderes. Wenn ich eine Position an einer bestimmten Stelle kaufe und dann irgendwann eine zweite verkaufe, dann habe ich in dem Fall zwar 2 Positionen offen, aber das Ergebnis ändert sich ja nicht. Ja, und wenn die eine Position ins Plus läuft, dann läuft die andere ins Minus und umgedreht. Und dann eben die eine Position, wenn sie irgendwann im Gewinn ist, zu schließen, dann habe ich ja wieder eine Position offen, die im Verlust liegt. Und dann muss ich da wieder covern oder wieder abwarten. Also es macht keinen Sinn. Man sollte Positionen schließen, wenn sie klein sind im Verlust, wenn eben noch kein großer Verlust entstanden ist, und dann eben nach neuen Situationen suchen und nicht dann, das ist sinnlos, man produziert nur irgendwo Gebühren für sich, die man da gegebenenfalls nicht haben möchte.
oder hat eben zu viele Trades offen, sondern hier eben mit Bedacht dran gehen. Eine andere Situation ergibt sich natürlich, wenn ich Aktienportfolios oder eben ähnliche Dinge hedgen möchte mit eventuell CFDs oder mit Future-Kontrakten oder etc., wo ich dann wirklich ein Aktienbasket, was ich irgendwo habe, dann eben gegen fallende Kurse mal abhedgen möchte, dann kann man natürlich Gegenposition aufbauen, aber da hat man dann einen anderen Hintergrund dazu. Ja. Geh jetzt mal auf die letzte Frage noch ein. Wir switchen noch einmal dann durch die Märkte durch und dann soll es das von meiner Seite erstmal heute gewesen sein, hier zum Live-Trading-Event. Wir werden das in der nächsten Zeit öfter mal machen, einfach um zu testen, wie es dann sich auch von der Umsetzung her macht. Ich merke von meiner Seite, dass es mir definitiv Spaß macht und dass ich hier gegebenenfalls auch den ein oder anderen Trade dann auch währenddessen absetzen kann. Aber so ein bisschen abgelenkter bin ich definitiv. Manche Situationen, die ich hier vielleicht schon mal so im Daytrading dann noch ausprobiert hätte, mache ich jetzt hier nicht. Also ich muss für mich dann auch sehen, dass mein Trading darunter nicht leidet, wenn wir hier so eine Events öfter machen. Also somit hier öfter mal jetzt der Test in den nächsten Wochen und Monaten, um dann eben hier vielleicht in Zukunft einen kompletten Trading Room von GFD Brokers dann anzubieten. Vielleicht noch mit ein, zwei weiteren Tradern. Müssen wir mal schauen. Gucken wir nochmal die letzte Frage hier an. Manche Trader sind in den Markt, in bestimmte Märkte, steht jetzt sinngemäß verliebt, zum Beispiel DAX-Trader und derjenige, der es schreibt, findet es eben besser, dass man eben eher auf bestimmte Chart-Situationen warten sollte, um dann eben und das zu beobachten, abzuwarten und dann zu agieren. Ich meine, was anderes mache ich ja im Prinzip nicht. Meine favorisierten Situationen sind halt volatile Märkte, die idealerweise im Trend laufen, beziehungsweise dann eben im Trend oder in einem Korrekturmodus. Seitwärtsmärkte mag ich nicht so. Das sind ja so meine Kern-Screening-Faktoren, wo ich so auf Märkte gucke. Und dann versuche ich hier eben bestimmte Setups, manchmal Breakouts, manchmal eben Einstieg in Konsolidierung oder in Erholungen, Einstieg an Widerständen und Unterstützungen. Eröffnungskurs spielt eine Rolle, Uhrzeiten spielen generell, Tagesuhrzeiten spielen eine Rolle und so weiter. Da schaue ich dann natürlich drauf, um dann hier entsprechend zu agieren. Also was anderes mache ich ja im Prinzip nicht. Ich bin keiner, der sagt, ja, ihr sollt nur den DAX handeln oder nur den Euro-US-Dollar. Wie gesagt, wo ich mit dem Traden angefangen habe. Ich war relativ schnell im Future-Bereich, habe dann eine lange Zeit den Euro-US-Dollar gehandelt, habe dann auch den Euro-Stoxx 50 lange gehandelt, habe den SMI lange gehandelt, was der Schweizer Market Index ist. Das sind alles aktuell Märkte, die für mich, für meine Setups oder für meine Herangehensweise aktuell gar nicht mehr interessant sind, weil sie einfach teilweise von der Schwankung viel zu gering sind. Und man darf auch nicht vergessen, eben wenn man lange am Markt ist und idealerweise sollt ihr ja auch lange am Markt sein. Ja, nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern eben auch noch idealerweise in 10 Jahren. Und dann wird sich die komplette Situation wieder geändert haben. Dann gibt es bestimmte Märkte, die aktuell gar nicht interessant sind, weil sie von der Schwankung her so gering geworden sind oder auch vom Volumen her so gering geworden sind, dass man eben da schlechter drin handeln kann. Und dann werden wieder andere Märkte interessant sein. Aktuell handle ich unter Umständen unter anderem auch den DAX ganz gerne, gerade am Vormittag. Und analysiere den ja auch täglich. Handle, wie gesagt, auch die US-Märkte ganz gerne. Und da schauen wir jetzt nochmal drauf, was jetzt hier so passiert ist. Aber das ist, ja, wie gesagt, der bewegt sich abwärts, aber nicht ganz, nach wie vor nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Dann DAX nochmal kurz drauf geschaut. Der zieht jetzt hier, also die 200er-Marke, die hat sich hier als sehr, sehr markante Unterstützung erwiesen. Das war dann eben ja auch mein Ziel. Also da lag ich erstmal mit dem Bereich nicht so schlecht. Gucken wir mal hier, ob sich jetzt im Dow Jones dann eben die erwartete Erholung so ein bisschen zeigt. Hier im S&P gucken wir jetzt schon, kommen schon die ersten Anzeichen, dass wir hier vielleicht nicht mehr nach unten wollen. Also da würde ich jetzt schon in den nächsten Minuten vielleicht mich mal dafür entscheiden. Schauen wir mal. 84. Ja, also da gucke ich jetzt mal, das wäre jetzt so mein nächster Schritt hier zu gucken, ob man die US-Märkte hier nochmal in Richtung erstmal Eröffnungskurs, dann nächste Widerstände, die kommen und dann vielleicht in Richtung Schlusskurs dann irgendwo zu erwischen. Okay, ich wünsche erstmal allen weiterhin good trades.
passt auf eure Stops auf eure Positionsgrößen, macht ein bisschen ruhig, nicht zu hektisch. Ja, also das bringt oft keinen Mehrwert, wenn man zu aktiv ist, sondern eben lieber ein bisschen Piano machen und auf gute Situationen warten. Wir hören uns morgen gerne bei GFD Brokers zum Livestream wieder, zum DAX Long oder Short. Am Morgen und dann am Nachmittag zur US Opening Bell. Ich werde auch schauen, vielleicht heute noch oder morgen dann nochmal ein Video hochladen zu einer Analyse. Ich muss nochmal gucken, da kam nochmal eine Anfrage zu einem Währungspaar. Also auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal natürlich jetzt eben auch in der Zukunft eine ganze Menge von meiner Seite hier. Auch im Webinar, von den Webinaren her werden wir schauen, dass wir in Zukunft doch vielleicht die ein oder andere Veranstaltung mehr machen. Analysen vormittags, nachmittags von meiner Seite im Livestream und natürlich zusätzlich mit Jens Klatt und dem Chris Kämmerer. Also das volle Programm hier auf YouTube und auf Guidance von GFD Brokers. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderbaren Nachmittag und Abend. Passt auf eure Positionen auf, macht ruhig und gerne bis zum nächsten Mal wieder, euer Markus Klebe. Bis dahin, bye bye, ciao.